Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert. Sowas gibt's nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können. Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen. Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem Podcast von diesen zwei Menschen. Nico Beckspin und Onkel Pillow, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's euch? Ich muss an der Stelle betonen, sonst ist Peter immer nur dabei, aber der hat ja wirklich Besseres zu tun gerade. Und Pillow, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber ich habe das Gefühl, der windet sich hier so raus aus der Nummer. Der erzählt immer irgendwas von, er hat da so wichtige Sachen wie DFB-Pokalspiele, die zeitgleich stattfinden. Ja. Diese Woche DFB-Pokal, letzte Woche war er was im Trainingslager und so. Ja, der feine Herr, ne? Ja. Jetzt arbeitet er für den FC Köln. Pop, der feine Herr. Jetzt kommt er hier nicht mehr mit dem Pöbel über Fußball quatschen. Nein, Spaß beiseite. Der wird schon früh genug wieder da sein, der Peter. Aber, und das muss man ja sagen, wir haben ja jemanden, dem Osnabrück in Köln genauso wichtig ist. Deswegen müssen wir ein bisschen Gast geben heute. Denn wir haben einen überragenden Gast. Wir haben, ich habe dir das ja, glaube ich, persönlich auch schon mal gesagt, mein Lieblings-Schiri. Und den, mit dem du großartig über die Zunft und alles diskutieren kannst. Und wir haben etwas, worüber wir heute sprechen, 2 Dinge, worüber wir sprechen müssen, wo du auf jeden Fall deinen Senf dazugeben musst. Hallo Patrick, schön, dass du da bist. Moin aus Hamburg, ich grüße euch. Schön, moin, dass ich da sein darf. Moin. Ey, wie gesagt, und darf ich? Ich bin ja bei vielen Sachen sehr transparent, ne? Ich habe die Doku geguckt. Ja. Über die wir reden. Ich habe dir sofort geschrieben. Ich habe so einen Pre-Link gehabt. Das ist super geil. Haben wir drüber gesprochen. Hab gefragt, bist du mit dabei? Deine erste Antwort war, ne. Ja, ich habe euch das schon mal gesagt, weil ich kann nicht hier in jedem Podcast auftauchen und du hast mich brutal genervt und irgendwann geht mir das auf die Nüsse. Und dann entweder sage ich, geht los oder geht nicht los. Aber das ist ja eben auch so ein bisschen Herzensangelegenheit, wenn die Leute mir ein bisschen was bedeuten, dann reiß ich mir dann auch mal zusammen, ne? Oh, komm hier, Herzen schicke ich rüber nach, wo auch immer du gerade bist. Ganz schön viel Liebe hier schon für eine Minute 3. Aber keine Sorge, das wird noch richtig krachen hier heute, denn der gute Patrick hat ein Thema mitgebracht, das sorgt dafür, dass hier noch richtig scheppert nachher. Wir machen deshalb heute ganz viel von dem, was wir sonst vielleicht mal ein bisschen größer machen wir so knapp wie möglich. Und ihr werdet gleich merken, das meinen wir ernst, wenn Pillow über Schalke redet. Vorher sagen wir aber mal Danke beim besten Partner der Welt. EA Sports. It's in the game. Alter, und dann machen, flüssig. Vielen Dank, sehr gut. Du wirst auch noch dazu am Ende was erzählen, aber jetzt fangen wir an. 30 Sekunden Neues von Pillow. Ja, übertreib mal nicht 30 Sekunden, Digga. In 30 Sekunden habe ich meine Zigarette nicht mal angezündet. Neues von Pillow, also quasi das Pendant zu Neues von Schalke. Pokal eine Runde weiter, was nicht jeder hier in der Runde von uns behaupten kann, aber da kommen wir gleich zu. Hatte ich gerade schon angedeutet, ich bin der Meinung, wir finden uns immer mehr und sind nach wie vor weit weg davon, irgendwie, was weiß ich, was für ein Hurra-Fußball zu spielen, aber das hatte ich schon mal mehrfach betont, das wird auch nicht die Prämisse sein für diese Saison. Die Prämisse ist Aufstieg und wie gut du mit oder wie weit du mit dem besten Fußball der zweiten Liga seit 5 Jahren kommst, das stellt der HSV jede Woche, jedes Jahr unter Beweis. jede Woche und jedes Jahr. Ja, ne? Du siehst, wie gesagt, dass sich Automatismen mehr einstellen, immer noch nicht perfekt sind. Wir haben eine sehr hohe Effizienz vorm Tor. Wir haben mittlerweile, ich glaube, 7 oder was verschiedene Torschützen in 3 Spielen, was, glaube ich, ein sehr, sehr guter Faktor sein wird in der zweiten Liga. Wir sind eine Runde weiter mit anfänglichen Schwierigkeiten in den ersten 15 Minuten, so meine Wahrnehmung, dann ja auch folgerichtig in Rückstand geraten. Spiel gedreht, gewonnen, relativ souverän nach Hause gefahren und ja. Nächste Woche Sonntag oder jetzt diesen kommenden Sonntag geht es gegen denselben Gegner nochmal in der Liga. Und wenn wir da auch wieder 3 Punkte holen, dann haben wir einen guten Saisonstart hingelegt. Punkt. Patrick, was sagst du? Haben sie sich gut angestellt und du hast sonst auch nichts zu bemängeln gehabt auf dem Platz, denn du hast gepfiffen. Ich habe gepfiffen und das hat ganz schön viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Mir bringt ja Pfeifen eh viel Spaß und wenn sich dann noch alle benehmen und mittlerweile benehmen sich immer mehr, wenn ich pfeife. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder ob das an der Konstellation der Mannschaften liegt. Aber ich habe auch mittlerweile, muss ich sagen, auch bei Schalke auch viele Spielertypen, die auch gut drauf sind, muss man sagen, zu denen man auch einen Draht auf den Platz bekommt und ich glaube, das ist dann für auch einen Schiedsrichter und vielleicht auch für die Spieler auch ein bisschen einfacher. Simon Terodde habe ich ja schon eine Ewigkeiten gepfiffen und mit meinem Spezialkumpel Dominik Drex, mit dem ich eigentlich immer so ein bisschen noch in der Wolle habe.
geht das eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen, auch wenn ich ihm wieder eine gelbe Karte gegeben habe, aber wir haben uns dann auch nett unterhalten in der Kabine, also das ist passiert einfach mal in so einem Spiel, aber ich muss sagen, ich bin ja immer froh, als Schiri einigermaßen glimpflich aus solchen Spielen rauszukommen, gerade in der ersten Runde, wo es keinen Videoassistenten gibt, der einem helfen kann, und trotzdem sind wir, glaube ich, ganz gut da rausgekommen und ich finde das immer geil. Ich freue mich mittlerweile auch darüber, wenn man Applaus bekommt und wenn man von der Haupttribüne von der Verlierermannschaft gerade in Braunschweig Applaus bekommt, dann kann man sich schön auf die Schulter klopfen, kann man sich aber am nächsten Spieler nichts verkaufen. Aber Bro, das heißt, du hast richtig gute Arbeit gemacht. Vor allem in Braunschweig sind schon ganz andere vom Hügel geflogen. Also. Ja, also ich hatte gerade schon und jetzt ohne große Arschleckerei oder so. Das wirklich, das weiß, jeder weiß, dass sowas von nicht von dir kommt, Pillow. Genau. Ja, das brauchst du nicht betonen. Nee, aber also ernsthaft, ich hab vorhin vor der Aufnahme schon gesagt, die Situation am Ende, die jetzt über den Spielausgang dann am Ende auch keinen Impact mehr hat, aber da gibt es eine Situation, wo Lino Tempelmann gelb-rot sieht, richtigerweise, und ich habe sofort gesagt, Elfmeter, und ohne VAR habt ihr gesehen, dass das Foul knapp vor 16er war, dementsprechend Freistoß, also ohne VAR, top. Nochmal, auch für die Aufnahme hatte gerade ein Kollege, der meinte, ach, habt ihr den Ittrich zu Gast? Wann hat der das letzte Mal ein Schalke-Spiel gepfiffen? Ich sag, jetzt Freitag im Pokal, meinte der Kollege, du, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist immer so, ne? Eins der besten Komplimente für einen Schiedsrichter. Es gibt ja eine Sache, Entschuldigung, sag Sachen. Wenn ich kurz nochmal dazwischen gehen darf, nur wirklich nur ganz kurz, das ist so und das war immer so und das ist auch okay so und trotzdem bin ich immer ein Freund davon, gute Leistung zu benennen. Wenn man oder auch, also man sagt immer, wenn einer nicht auffällt, dann war er da, dann hat das Spiel geleitet und gut geleitet und ich finde, das kann man immer mal sagen, weil wir ja mittlerweile auch so im Fokus sind, dass man auch gern mal ein Lob loslassen kann, aber das haben wir hier schon genug gemacht, nur einmal so für den Hinterkopf. Ey, aber genau das ist das Feld, auf dem wir uns bewegen. Und ich müsste jetzt kurz lange über Neues von Nico, also dann im Zweifel über Werder Bremen reden, mache ich nicht. Erste Runde raus, geht mir auf den Sack, aber rede ich nächste Woche drüber, wenn es dann so weit ist, weil im Moment wäre ich zu sauer. Und das bringt eh nichts. Füllkrug hat genug gesagt. Es gibt aber einen entscheidenden Punkt. Du hast das gerade gesagt, Patrick, das hat Spaß gemacht auf dem Platz und die Kommunikation wird immer besser. So. Und bei Schalke sind Leute, mit denen kann man ganz gut sprechen. Das heißt, man kann mit denen gut arbeiten. Das war auch schon mal anders. Ja, genau. Und ich möchte das Thema, das ja du quasi mitbringst, quasi geschultert, jetzt in die Mitte werfen. Denn Unparteiisch ist eine fünfteilige Doku, die gerade erschienen ist, die sich um Schiedsrichterwesen dreht, wo Kollegen von dir, du selber auch, und aber dann ein paar andere noch mehr im Fokus durch bestimmte Spiele, begleitet wurden. Man wurde im Prinzip für Schiedsrichterzunft ein Jahr begleitet. Im Kern, was für mich aber wirklich maßgeblich war, ich habe dem Schiedsrichter, der das Derby HSV gegen St. Pauli gepfiffen hat, einfach zuhören können, wie er durch so ein Spiel geht. Und ich meine da nicht in die Vorbereitung und Nachbereitung. Das ist immer etwas, ja, okay, da finde ich, steckt gar nicht so viel drin. Aber beim Pokalfinale mit im Funk zu sein, das ist etwas, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe. Und ich habe das Gefühl, ich habe beim Zugucken mehr verstanden, wie das Ganze funktioniert. Und glaube, ich bin einen Schritt weiter zugegangen, auch auf die gesamte Zunft. Erklär mal aus deiner Sicht, welche Bedeutung hat diese Doku für dich als Schiedsrichter? Also der Sinn und Zweck ist es, unsere Arbeit näher zu bringen und Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist ja auch was irgendwie gefühlt, jeder schreit nach Transparenz. Gerade im Bereich der Schiedsrichterszene, früher Geheimbund, und jetzt wollen alle wissen, was wir tun, und dafür ist diese Doku wirklich hervorragend gelungen, nicht nur im Layout und in der Produktion, sondern einfach auch vom Inhalt her, und ich glaube, für jeden Fußballfan und aber auch für jeden, der Bock auf sowas hat, sich das anzuschauen, ist das einfach eine geniale Doku geworden, das muss man schon wirklich sagen, muss man dem Tom Häusler da wirklich, da muss man den Hut vorziehen. Was wirklich sehr heraussticht, ist, glaube ich, der Fokus auf die Arbeit im Schiedsrichterwesen, was es bedeutet, Schiedsrichter oder Schiedsrichterin zu sein in den Bundesligen, und was das an Arbeit und an auch teilweise natürlich auch an Kampf gegen andere, gegen sich selber ist, und das ist sehr gut herausgearbeitet worden. Und ich finde, ich hab man muss sich schon erhoffen dadurch, dass die Sicht auf die Schiedsrichter vielleicht dauerhaft eine bessere wird, weil man die Arbeit respektiert, die dort gemacht wird. Und trotzdem glaube ich, wie auch schon wieder zu Anfang der Saison gesehen, es wird immer Unbelehrbare geben. Den kannst du 500 Dokus zeigen. Die werden trotzdem schmeißen, pöbeln, schimpfen. Ich glaube, die wird es immer geben. Aber ich hoffe, dass der einigermaßen klar im Kopf denkende Mensch sagt, Alter, was hier gerade abläuft, ist Höchstleistung, und wenn der Mann Fehler macht, dann ist das zwar kacke vielleicht für meinen Verein in dem Moment,
Aber ich versuche ihn gerade nicht irgendwie mit allem zu beschmeißen und mit allen Wörtern, die ich so parat habe, zu beschimpfen. Du hast es noch nicht geguckt, Pillow, ne? Und das ist deswegen wird Pillow wahrscheinlich jetzt in diesem Part ein kleines bisschen ruhiger werden. Ich werde nachher ein bisschen ruhiger sein, mir Popcorn holen und ich würde dabei zugucken, wie euch die Köpfe heiß redet. Aber es ist ein krasser Insight. Und genau transparent ist das größte Problem. Und natürlich wird dadurch nicht auch jede Entscheidung, die ein Schiedsrichter fällt, irgendwo in der nächsten Zeit weniger diskutiert werden. Und es wird auch wahrscheinlich immer wieder Situationen geben, wo der Schiedsrichter zu arrogant ist für denjenigen, der quasi bestraft wird. Und auch das sind alles menschliche Fehler. Was ich aber so krass fand, in kleinen Nuancen mal zu hören, was ihr da eigentlich macht. Und ja, auf der Ebene mal anzufangen, zu einem Spieler zu sagen, der gefoult wurde und irgendwie auch mal zu sagen, nee, bleib mal liegen, beruhig dich mal ganz kurz ein kleines bisschen. Ja, was meinst du, warum sie ein Spiel von mir nicht genommen haben? Wurdest du angefragt oder hast du abgelehnt? Nein. Ich habe mich wirklich zurückgehalten. Ich habe von vornherein gesagt, lass mal andere in die erste Reihe. Das ist schon okay. weil ich bin ja der, der das mehr oder weniger, und das muss ich, sage ich auch ganz, nicht nur wertfrei, sondern sage ich auch ganz eitel, sage ich jetzt mal, ich bin ja der, der mehr oder weniger Transparenz oder Sichtbarkeit der Schiedsrichter forciert hat. Das muss man ja so sagen. Und das habe ich auch gerne gemacht. Das ist auch wichtig. Und jetzt können andere auch mal, es ist ja, man hört ja nie eine Stimme vom Schiedsrichter oder sehr selten. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass auch mal andere dazu was sagen und was machen. Und deswegen ist es für mich total wichtig, dass man andere hört. Aber ich bin natürlich auch ein sehr extremer Typ auf dem Platz und hau auch mal ein, zwei Sprüche raus. Und deswegen muss auch nicht immer alles gesendet werden, was dazu geredet wird. Ich weiß, dass wenn jetzt Svenja Blonsky zu Sonny Kittel sagt, Digga, warst du eigentlich auch schon im Sonnenstudio oder was? Ja, genau. Hab ich gelesen. Eine großartige ja, Stelle, Die werden abgeholt im Hotel, fahren dann und dann ist die Kamera auf die gerichtet und dann so Sven, ja, ich bin eigentlich auch so, was habe ich denn heute noch so gemacht? So auch ein bisschen Sonnenstudio, Sonne scheint hier auch nicht so. Sven muss man halt wissen, Sven ist halt ein Typ, der kann wirklich auch gut mit Spielern umgehen. Der spricht die Sprache der Spieler. Ich weiß jetzt nicht, ob das liegt, dass er aus Bremen kommt, aber zumindest kann er gut mit den Leuten umgehen, das muss man sagen, und das lässt auch auf dem Platz in der Kommunikation den Spieler wissen und das hilft. Und trotzdem muss die Entscheidung, die getroffen wird am Ende, die muss richtig sein oder zumindest ansatzweise richtig. Ich glaube aber trotzdem vielleicht, dass man dir einen Fehler mehr verzeiht, wenn du, glaube ich, nahbarer bist, kommunikativ bist und irgendwie auch eine Art von Ehrlichkeit hast auf dem Platz, dann bist du, glaube ich, schon akzeptierter auch. Es gibt ja ganz viele Situationen, wo auch Pillow vom Fernseher sitzt, genauso wie ich, wie jeder andere von euch da draußen, und man diskutiert darüber, Dicker, warum guckt er sich das nicht an? Warum reden die nicht? Das muss man doch. Und ich habe jetzt verstanden, wie zum Beispiel auch Aitekin an irgendeiner Stelle zu irgendjemandem meinte, was von wegen irgendwie, ja, ich habe einfach nur Zeit geschunden, damit die in Ruhe auf die Bilder gucken können. Ja. Also bei Gänzi, das ist transparent und das ist einfach, ja, okay, krass, gib denen einfach mal Ruhe, lass die mal ganz kurz gucken und von wegen, nee, man guckt sich das nicht an. Jede verdammte Szene mit einem Fuß beim Pokalfinale, Muani. Ja, der trifft den da unten, aber das reicht mir noch nicht für einen Elfmeter. Wir machen weiter an der Stelle. Komm, Thema durch, Test beendet, Feierabend, Jungs, macht da unten weiter. Die kleine Diskussion darüber, das faul, das nicht faul, gelb, nicht gelb. Es gucken ja wirklich 5 Leute auf die Situation und es entscheidet nicht du, wer gelb zeigt, sondern im Prinzip ja fast 4, 5 Leute, die gemeinsam diese Diskussion live in der Kommunikation führen. Und du siehst auch, und das wird Pillow die Situation sicher auch noch haben, einmal den Strafstoß, den nicht gegebenen von Adeyemi an den Frankfurter Spieler. Ja. Und das wird auch erklärt in der Doku, wie das zustande gekommen ist. So. Und dann ist es natürlich trotzdem, dass man sagt, Mist, da hat einfach einer 4 Bilder gehabt und er hat keinen zusätzlichen sich dazugeholt, weil er der Meinung war, mit diesen 4 Bildern kann er eine Entscheidung treffen, nämlich der Videoassistent, und hat einfach keine weiteren Bilder von dem Operator sich rangeholt und keine andere Perspektiven, hat den Prozess viel zu früh abgeschlossen und dadurch konnte er dem Schiedsrichter auf dem Platz nicht helfen, der es auch selber hätte sehen müssen, wie er selber sagt, und dann kommt so eine Fehlentscheidung zustande, und das ist ja trotzdem das, was man vielleicht auch ein bisschen nachsieht jetzt nach der Doku, dass es menschliche Fehler gibt, die dort gemacht werden im VAC in Köln-Deutz, aber die nicht akzeptiert werden, weil man sagt, wie kann es sein, dass der das nicht hinkriegt? Und an diesem Prozess muss ja immer weitergearbeitet werden. Aber die Transparenz, glaube ich, ist jetzt da, um zu sehen, wie entsteht so ein Fehler.
Ja, und ehrlicherweise dann bei auch, wie steht so ein Fehler und wie wütend bin ich darüber auf und wie maßlos enttäuscht, also ich bin ja heute noch stinksauer, was welcher Schiedsrichter das immer war, vor 3 Jahren im Pokalhalbfinale gegen Bayern München, da allen Ernstes da war, 11 Meter gegen Thomas Müller pfeifen zu müssen und ich, Gunnar Krupp, mit dem ich zusammen war, der liebste Mensch der Welt von Rocket Beans, hat seinen Sitz malträtiert, weil wir so sauer darauf waren, aber dann gucke ich diese Doku und kann mir vorstellen, ich bin Fan von X, bin genau, und dann setze ich mich immer hin mit diesem Schiedsrichter und zusammen mit seiner Familie aufs Sofa und rede mal ein bisschen darüber, was das bedeutet, Morddrohungen zu bekommen und was das mit den Menschen macht. Und ich finde, also wer da einfach ein unemotionaler Wichser bleibt, der ist auch einfach ein unemotionaler Wichser und denkt dieses Mal eine Sekunde länger drüber nach. Du kannst ja trotzdem denken, Ittrich, was pfeifst du da für eine Scheiße? Total. Aber dann ist normal. Gut. Das gehört auch dazu. Also ich finde, das gehört auch dazu. Was ich allerdings so ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit da ist, immer hören zu wollen, was wir sagen. Das ärgert mich ein bisschen. Also ich finde, die Transparenz im Zuge einer Entscheidung ist okay, aber gefühlt findest du es ja geil, was reden wir mit dem Spieler. Aber man hört ja immer nur uns. Wir haben ein Mikrofon, die Spieler nicht. Nimm das Beispiel Hamburg gegen Darmstadt, wo Robert Schröder gepfiffen hat, das wurde in der Doku auch erklärt. Da wird behauptet, der Schröder sagt irgendetwas und man sagt nicht, was es war und es wird irgendetwas behauptet, er hätte Spieler beleidigt. Stimmt, ja, jetzt genau. Es ist total aber hirnrissig, das zu behaupten, weil der Schiedsrichter hat ja ein Mikrofon, das wird ja aufgezeichnet. Also kannst du ja nur nachweisen, was du gesagt hast und was nicht. Und dann wird sich hingestellt und gesagt, er hat uns beleidigt, aber man sagt überhaupt nicht, was er gesagt hat und lässt es einfach, und da hätte ich ehrlicherweise eine Entschuldigung erwartet vom Verein danach, um zu sagen, pass auf, unsere Spieler waren hier emotional, das war ein Riesenspiel und die haben sich wahrscheinlich verhört oder keine Ahnung was, das hat nicht stattgefunden oder keine Ahnung was. Das wird einfach dann so gelassen und dann ist der Schiedsrichter erstmal angezählt und hat eine Lampe an, weil im Raum steht, er hätte Spieler beleidigt. Und das finde ich, die tragen kein Mikrofon, die Jungs. Mhm. Ja, ja. Weißt du, du warst ja auch nicht verstanden, wie kommt eine Emotion besser zustande beim Schiedsrichter? Ja. Ich habe ja auch eine Emotion. Und manchmal ist vielleicht der Punkt überschritten. Das ist wie beim Polizisten, ich benutze das Beispiel mal sehr gerne. Du stehst bei einer Kreuzung, musst die Straße absperren. Das regnet, es ist scheiße kalt und beim ersten Auto sagst du, stopp, hier ist gesperrt. Dann sagt der Autofahrer, Alter, bist du doof, ich will nach Hause, was soll's? Und du bist noch ganz entspannt. Aber beim 100. Autofahrer kann es sein, dass sie eine kleine Sicherung durchbringen. Dann sagt sie, hören Sie mal zu, haben Sie nicht gesehen, haben Sie nicht gehört im Radio, dass jetzt hier eventuell auch mal gesperrt sein könnte? Da kann man sich auch mal vorher informieren. Das kann, so eine Aussage kann dann auch passieren, obwohl ich als Schiedsrichter und als Polizeibeamter ja versuchen muss, deeskalierend zu sein, entspannt zu sein. Und genau das Gleiche kann einem auch mal bei einem Spieler passieren. Und dann wirst du auch mal lauter und härter. Aber das hört man immer nur, was ich sage und nicht, was der Spieler sagt. Welche Emotion der durch irgendeinen echt Scheißspruch gerissen hat. Und dann bist du immer in der Verantwortung. Und das ärgert mich ehrlicherweise. Welches Feedback hast du bisher auf die Doku bekommen? Von den Leuten. Also hast du das, was du sagst, was dich ärgert und das, was da ja offensichtlich hier auch dein Problem ist, was die Intention war, diese Doku zu machen, bestimmte Punkte mal klar auf den Tisch zu bringen, nicht zu erzählen, Schiedsrichter sind alle die Geilsten, aber Schiedsrichter sind Menschen und bitte hier fangt mal an, ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, dass wir alle Fehler machen und gemeinsam hier auf dem Spielfeld rummachen müssen. Hast du auch dieses Feedback von Leuten bekommen, wenn sie es geguckt haben? Ja, ich habe durchweg positives Feedback bekommen und in der Tat auch unterschiedlich auf die Folgen bezogen, was sie mehr abgeholt und was weniger. Einige haben mir erzählt, auch Schiedsrichter aus anderen Sportarten haben mir erzählt, die letzten beiden Teile habe ich am meisten mitbekommen, also Siebert, Jablonski, wie Arbeit funktioniert und einige haben auch gesagt, da habe ich auch ein bisschen den Spaß gemerkt, den man auch haben kann. Das ist zum Beispiel ein minimaler Kritikpunkt, den ich habe, ehrlicherweise, an der Doku, aber der wiegt unter neben dem Thema. Grundsätzlich kann ich euch gleich zu was zu sagen. Und einige sagen, ey, aber die ersten 3 Folgen auch geil, wie ihr arbeitet, weil ihr euch vorbereiten müsst und im Trainingslager und was ja alles abspulen ist. Also das Feedback ist zu 100% positiv. Der einzige kleine Kritikpunkt, den ich habe, aber ich kann auch verstehen, warum er nicht so herauskristallisiert wurde, weil man die Arbeit und die Ernsthaftigkeit mehr in den Vordergrund rücken wollte, der Schiedsrichtertätigkeit. Mir fehlt die Grundsatzfrage, warum laufe ich auf den Platz? Warum mache ich das? Also ich hätte mir in 2, 3 Situationen ein bisschen mehr Interviewcharakter gewünscht. Warum mache ich das eigentlich? Freude zu zeigen, um gerade auch, weil ich ja sehr eine hohe Affinität in den Amateurbereich habe, in Sachen Nachwuchsgewinnung und Erhaltung, da ist für mich es relativ wichtig, auch diese Freude an der
an der Tätigkeit zu zeigen. Ja, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich ehrlicherweise ist das ja dann auch etwas, was, wenn du noch weiter weg davon bist, für diese Doku als noch weitere Einstiegsvogel ganz hilfreich ist. Wahrscheinlich stimmt das, weil ich selber bin ja mittendrin. Und ich hab, deswegen ist mir zum Beispiel euer Trainingslager irgendwo, das ist mir, ehrlich, mir ist das ehrlicherweise vollkommen egal, aber der im Kreis rennt, ja, ist mir schon klar, ja, dass ihr fit sein müsst. Trotzdem nimmt Adeyemi Aitekin auf 70 Meter auf 100 ab. Ja, 100%. Da kann er noch so viel im Kreis laufen, so. Auch alles Zitate übrigens aus der Doku, Pillo. Ist wirklich sehr lustig. Mir ging es, also mich haben diese, ich weiß noch genau, Derby, HSV St. Pauli, die Dinge haben mich am meisten geflasht, wo ich wirklich dann mittendrin war und jede kleine Diskussion. Ich werde jetzt wahrscheinlich trotzdem ein Problem damit haben, wenn du irgendwas gegen Werder pfeifst und ich der Meinung bin, das war nicht so. Und selbst wenn du von 5 Meldern erklären kannst, dass es richtig war, bin ich trotzdem auch nicht. Dass ihr das immer noch nicht verstanden habt, dass ich gar keine Fehler mache. Ja. Yeah. Du machst keine Fehler, der andere hat 1000 Länderspiele. Ich schreibe mir das mal kurz auf. So. Ja, besser. Das ist auch zitierfähig. Ne? Für wenn du zum dritten Mal zu Gast kommst. Ne? Ja. Ittrich. Keine Fehler. Ja, ja, genau. Und du lachst, er macht sich wirklich Notizen. Ja, soll er machen. Er kann sich auch nicht alles man kann nicht alles behalten. Nee, aber du hast nämlich eine Kategorie ausgewählt, mit der du als Gast nachher hier einsteigen willst. Dafür hat er sich auch Notizen gemacht. Ja. Aber nochmal, Abschluss, Pillow, ohne jetzt gesehen zu haben und aber gehört zu haben, wie wir darüber reden, welche Erwartung hättest du an diese Doku? Oh, welche Erwartung hatte ich an diese Doku? Also ich finde es grundsätzlich jegliche Insights ich bin ja auch ein Riesenfan von diesen ganzen hier All-or-Nothing-Dokus, ne, wenn die in den Verein in die Kabinen reingehen und so, diese ganzen Einblicke, da bin ich ein Riesenfan von. Und ich glaube aber schon, wie ihr es gerade auch so angedeutet habt, dass solche Projekte, Einblicke und so weiter und so fort durchaus dazu beitragen können, dass ein größeres Verständnis herrscht, was passiert da gerade. Ne? Weil, ich meine, ja, wir werden ja noch eine hitzige Diskussion führen, aber mit Ausnahme dieser paar Unverbesserlichen, die du gerade skizziert hast, und da bin ich vollkommen deiner Meinung, die wird es immer geben, die gibt es auch in anderen Bereichen, ist der durchschnittliche Standard-Fußballfan durchaus in der Lage, solche Sachen zu verstehen und da auch keine Erwartungshaltung zu haben, dass ein Schiedsrichter nur aufgrund der Tatsache, dass ein Schiedsrichter ist, fehlerfrei sein muss. Ja. So, also jeder, der Meinung aufgesessen ist, dem machen wir uns nichts vor. Also dem brauchst du auch keine Doku mehr machen, der soll, ne? Ohne Frage. Soll sie einbuddeln. Von daher können solche Projekte nur helfen. Also ich könnte mir keine Sorgen vorstellen. Ich frage mich aber grundsätzlich, ob der durchschnittliche einigermaßen bei Sam sein schauende Fußballfan das nicht eh schon weiß, tief im Inneren. Ja, von der Sache aber her. Weißt du, um wem es geht mir um den Vater, der mit seinem 10-jährigen Kind beim Kabinenabgang steht und mich nach allen Regeln der Kunst beschimpft und der Sohn daneben steht. Um den geht es mir. Ja, der ist aber Patrick, der ist ein Esel, der wird immer ein Esel sein. Ja, ich weiß. Den spreche ich an. Ich stehe da und stelle mich dahin und spreche den an. Ja, glaube ich. Ich spreche den und Sascha Zieler, mein Assistent, zieht mich immer weg. Irgendwann kriegst du nochmal aufs Maul, Patrick. Und ich spreche den an und dann frage ich ihn wirklich konkret. Ich sage, was habe ich heute falsch gemacht, deiner Meinung nach? Erzähl es mir. Du bist so geil. Also ich habe durch dich, das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, schon das Schiedsrichterwesen einfach nochmal von einer ganz anderen Seite für mich kennengelernt und schätzen gelernt. Finde es großartig, wie du einsteigst. Finde es richtig schade, dass du nicht eine zentrale Rolle in dieser Doku spielst, weil ich mir gerne Dialoge von dir angehört hätte. Ja, bitte nicht, ey. Das wäre schlimm geworden. Da wäre Fums voll gewesen von morgen bis hinten und von abends bis Ende. Das wäre übel gewesen. Aber kannst du mal ein Insight aus der Produktion geben, wie das war? So? Also hast du den Kollegen angemerkt, dass sie offen oder dass sie vorsichtig waren? Das kommt auf die Typen an. Man muss sagen, man sieht ja auch nicht jeden in der Doku, jeden Schiedsrichter. Es kommen ja auch einige gar nicht vor. Und das liegt daran, dass sie wahrscheinlich von vornherein gesagt haben, wir möchten da keine zentrale und auch keine dezentrale Rolle spielen. Ne? Insofern. Also sie waren wirklich überall dabei. Gut, ich war jetzt selber bei den Spielen nicht dabei, wo die Kollegen gefilmt worden sind, bei den Spielen, die jetzt auch zu hören waren in Teilen oder im VAC. Mhm. Aber ich war ja dabei im Trainingslager oder ja, als wir im Flugzeug saßen nach unserem Trainingslager und da haben wir auch über viele Dinge gesprochen und keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Also insofern, das war schon, die waren nah dran, muss man schon sagen, und aber auch sehr, 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 sehr gut, muss man auch sagen. Weil sie haben ja vorher die Doku mit Dennis Aitekin gemacht, das ist ja dieselbe Produktionsfirma.
Es gab eine Doku mit Aytekin und das dieselbe Produktionsfirma und daran anlehnt ist jetzt letztendlich diese Doku entstanden. Ja, also da haben sie auch ein bisschen Kohle in die Hand genommen, um das auch gut aussehen zu lassen. Ne? Ich finde es total geil. Mal ganz kurz, mag vielleicht ein bisschen, ne, ich ärgere mich gerade sehr, dass ich noch gar nichts von der Doku gesehen habe, außer dieses eine Sonnenbank-Zitat, das habe ich heute irgendwo gelesen. Ja. Mag vielleicht ein bisschen random sein, aber immer wieder purzel ich über irgendwelche Formate im Fernsehen oder online oder sonst was, wo der Profi-Schiedsrichter diskutiert wird. Ja. Und ich habe mir die Frage schon oft gestellt, aber ich würde sie gerne mehr in deine Richtung stellen. Bist du der Meinung, das wird maßgeblich oder relevant irgendwas ändern? Nee. Okay, gut, dann gucken wir da gleich. Aber ich bin auch alter Schlag. Ich höre ja irgendwann auf demnächst. Ne? Also ich sag dir ganz ehrlich, für einen 33-jährigen Sven Jablonski, der gerade auf die FIFA-Liste gekommen ist, der quer durch die Walachei fliegt, der irgendwie jedes Wochenende unterwegs ist. Also ich habe jetzt auch demnächst zwei internationale Spiele noch bekommen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, weil aber es gibt zu wenig und deswegen bin ich noch bei zwei internationalen Spielen dabei. Also wenn du dir überlegst, du pfeifst am Samstag 18:30 Bundesliga, dann reist du Freitag an, dann kommst du Samstag nicht mehr weg, bis Sonntag zu Hause. So, dann sollst du Montag oder Dienstag noch arbeiten gehen, fliegst du Dienstag wieder los, weil Mittwoch Champions League ist und kommst am Donnerstag wieder, am Freitag bist du wieder unterwegs, weil du Samstag Videoschiedsrichter in Köln bist. Da kannst du eigentlich nicht mehr arbeiten, weil du zwischendurch ja dich auf einmal die Spiele nachbereitest, du bereitest dich auf die anderen Spiele vor und dann trainierst du ja auch noch. Also wir trainieren wie ein Profi, spielen Profifußball und nur ohne Zweikampf. Also die Art und Weise, wie man als internationaler Schiedsrichter noch arbeiten kann, ist eigentlich unmöglich. Diesen Status Profi-Schiedsrichter gibt es ja nicht, aber die arbeiten halt nicht mehr, die meisten, die das machen. Also sind sie Profi-Schiedsrichter, aber es gibt keinen offiziellen Status Profi-Schiedsrichter. Okay. Und ich sage für meinen Teil, ich bin Polizist, die Polizei Hamburg ermöglicht mir das zu machen. Ich habe meine Stundenzahl so runtergeschraubt, dass ich beides unter einen Hut bringen kann. Und ich habe einen festen Boden, wenn ich mich verletze. Man darf ja nicht vergessen, nach einer Verletzung musst du weg vom Fenster. Und das wird für uns immer schwieriger. Und was für einen Vertrag willst du einem Schiedsrichter geben? Wenn du 2 Jahre Grütze pfeifst, guck mal, es hat jetzt jemand abgestiegen aus der Bundesliga. Benjamin Cordes. Vor 3 Jahren ist Robert Kampke abgestiegen. Weil aufgrund von schlechten Leistungen. Auch die Öffentlichkeit erwartet ein Leistungsprinzip von Schiedsrichtern. Also, wo es keine Altersgrenze jetzt mehr gibt, werden Schiedsrichter absteigen. Das heißt also, du sagst, ich werde Profi-Schiedsrichter und bums, steigst du ab oder bist verletzt und was dann? Das hast du, jeder Schiedsrichter von uns hat eigentlich einen richtig geilen Job, weil ich ja immer wieder sage, Schiedsrichterei ist Lebensschule, du fängst mit 14, 15 an, machst einen Schein und lernst alle Attribute kennen, die geil sind. Kritikfähigkeit, Entscheidungsfreudigkeit, Organisation, den ganzen Pipapo und kommst, machst ein gutes Studium, einen guten Job und hast eigentlich einen geilen Job. Und parallel steigst du im Job und Arbeit und Polizei und Schiedsrichterei auf und dann auf einmal wird dir gesagt, du sollst Profi-Schiedsrichter werden. Schmeißt dann sozusagen deinen geilen Job weg, weil in der freien Wirtschaft komm mal da wieder rein, wenn du 5 Jahre raus bist. So, also finde ich diese Twitter-Tätigkeit gar nicht verkehrt. Insofern muss man sich natürlich überlegen, biete ich einem Profi-Schiedsrichter-Team an? Was für einen Vertrag gebe ich dem überhaupt? Und wie ist der dotiert? Total schwieriges Thema. Ja, fair enough. Also da zahlt alles ganz viel drauf ein, welchen Impact hat das dann auf den Schiedsrichter an sich und sein Leben und seine Lebensplanung etc. pw., weil alles valide Punkte sind. Aber glaubst du, dass, wenn man da eine gute Lösung für finden würde, sich das positiv auf die Schiedsrichterleistung niederschlagen wird? Das weiß ich nicht. Das ist ja eine hypothetische Frage. Ich glaube, dass ich mich genauso gut vorbereiten kann auf ein Spiel, obwohl ich kein Profi-Schiedsrichter bin, auf dem Papier. Das glaube ich, dass das trotzdem geht. Aber man hat vielleicht den Druck nicht, man muss zur Arbeit gehen. Oder ich habe jetzt noch mehr Zeit. Oder ich weiß, wenn es einen Profi-Schiedsrichter geben sollte, der hauptamtlich beim DFB dann angestellt ist oder bei welchem Verband auch immer, dann wird man 3 Tage einberufen werden nach Frankfurt, dann macht man Nachbereitung vor Ort und solche Sachen. Das wird dann nicht sein, dass du alles von zu Hause im Homeoffice machst, das wird nicht funktionieren als Schiedsrichter. Insofern, da wird es sicherlich auch andere Punkte geben, die dann auch da eine Rolle spielen. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, ich glaube, das kann so funktionieren, kann aber genau in die andere Richtung gehen, weil du dann vielleicht, ich bin ganz großer Freund dafür, einen zweiten Blick aufs Leben zu haben. Und nicht nur Fußball, da werde ich behämmert. Ja, ich glaube grundsätzlich auch, ne, aus der Ferne betrachtet, dass all die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die sicherlich für eine Verbesserung sorgen können, wenn es gut aufgesetzt ist für so einen Schiedsrichter in seinem Leben. Aber jetzt den positiven Impact auf die Schiedsrichterleistung seh ich persönlich auch nicht kommen, um ehrlich zu sein. Aber gut. Man kann sich noch mehr Videos angucken, man kann noch mehr trainieren, man kann noch mehr Neuroathletik machen. Du kannst natürlich alles noch mehr machen, sozusagen. Ne? Aber ich bin ja auch immer, und das ist jetzt, sagt Dennis ja auch so, ich bin ja nur alter Schlagschiedsrichter. Ich bin jetzt auch kein
Roadrunner mehr, ich renne keine 35 km/h mehr im Sprint. Ich habe mir meinen Stil entwickelt, wo ich stehe und wo ich was sehe. Aber die Athletik hat einen hohen Stellenwert, auch international bekommen. Wenn du dir mal so Europa-League-Spiele anguckst, guck dir mal, tu mir mal einen Gefallen, wenn du dir mal so ein Spiel anguckst, achte mal 10 Minuten, versuch mal auf den Schiri zu achten. Der läuft mehr als jeder Spieler. Die rennen wie die Wahnsinnigen. Weil das der Punkt ist, über den sie erstmal Punkte machen, und das ist das, was man sehen will. Man will einen athletischen Schiedsrichter sehen, der eigentlich da Kilometer abspult ohne Ende. Und das wird Dennis Aydekino mir jetzt oder Frank Willenborg nicht mehr passieren. Ey, aber was euch noch passieren kann, ist, und das habe ich jetzt gerade bei der Frauen-WM gesehen, Kommunikation im Stadion. Und da haben wir beim ersten Mal und auch jedes Mal, wenn wir miteinander unterwegs waren, schon darüber gesprochen, warum nicht einfach mal Mikrofon anmachen, wie der NFL-Schiedsrichter, und mal ganz kurz erzählen. Und dann? Handelfmeter, weil falsches Trikot an. Ich weiß, ich baue erstmal eine Frage, dann kannst du lospoltern. Alles gut. Aber ich fange nämlich so an. Glaubst du, dass diese Transparenz in der Kommunikation in dieser Doku das Thema noch ein bisschen forciert, inklusive der Testphase bei der Frauen-WM, dass ihr vielleicht wirklich zur Rückserie ein Headset kriegt und im Stadion, und Patrick Ittrich muss im Stadion erzählen, ja, hier, Schalke 04, kein Elfmeter, weil Terodde ist zu langsam. Ja, das kann passieren. Das wird auch so kommen, in der genau in der Aussagequalität. Nein, also ich finde, man hat es ja bei der Frauen-WM gesehen. Also, was ist der Mehrwert? Ja, ich glaube, also das Gefühl von Ohnmacht bei den Zuschauern und bei den Betroffenen hin zu einer gewissen größeren Transparenz, ja, ist, glaube ich, die Hoffnung da drin. Und sie, ja, aber die Hoffnung, was soll ich sagen? Also, oben auf dem Würfel steht überall Überprüfung durch den VAR, kein Abseits, kein Handspiel, kein Strafstoß oder Strafstoß, ja, nein. Das ist eingeblendet, das sieht man. Ja. Weil, also man sieht, Berechtigung, ehrlich zu das sein. Ist, ja. Bitte? Weil, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist der einzige. Ja, weil kein Handspiel. Ja, weil, soll ich dann einen Monolog erzählen? Das mache ich ja im Podcast immer schon. Das ist bei mir ein Problem. Ich erzähle denen eine halbe Stunde Frikadelle ans Ohr. Die können sich Popcorn holen, die Leute. Das nimm mir das Mikrofon weg. Das geht nicht. Also ja, wenn der jetzt irgendwie, was soll ich sagen? So, angenommen, ich pfeife Hand, ja? Also wir haben eine Situation, ich zeige euch das jetzt mal, ja, Schuss von links, ja, und ich als Spieler stehe in dieser Position, mein Arm geht nach da und der andere, mit dem drehe ich mich hier so weg, ja, und ich denke, der Ball wird an diesen Arm geschlagen, er wird aber an diesen Arm geschlagen, der angelegt ist und nach hinten abgelegt ist, also ich habe eine Wahrnehmungstäuschung, ja, und pfeife Strafstoß. Jetzt sagt der Videoassistent, Patrick, geh mal raus, der Ball ist nicht an der Hand, sondern an den anderen angelegten Arm, für mich kein Handspiel, schau es dir mal an. So ist die Kommunikation. Da sage ich, alles klar, okay, ich schaue es mir an. Und dann sage ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe hier auf Handspiel entschieden. Ich habe gesehen, dass der Ball eigentlich für mich an den ausgestreckten Arm geschossen wurde. Ist er aber nicht. Er ist an den angelegten Arm, der am Rücken lang geschossen wurde. In diesem Fall kein Strafstoß, korrigieren meiner Entscheidung. Entschuldigen Sie bitte, ich gehe nach Hause. So. Und jetzt muss er sich einzig vergessen. Ich renne da schon viel durch die Gegend. Jetzt rennst du hin und her. Jetzt hast du eine Strafstoßentscheidung. Du pumpst wie ein Maikäfer. Dann sagt der Videoassistent, geh raus. Jetzt gehst du nach draußen, bist nochmal voll unter Strom. Da sind 80.000 in der Bude und du bist am Brennen, weil du rennst. Du hast im Kopf Ratatas. Du musst die Situation, die Bilder vergleichen. Und dann musst du dich zusammenreißen, um der ganzen Welt zu erklären, was du da gemacht hast. Ja, ich weiß, also mich musst du nicht mehr zwei, ich weiß schon, dass du das nicht willst. Aber Eingangsfrage war ja, glaubst du, dass das kommen wird? Und da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Ob ich das will oder nicht. Darum geht es ja nicht. Sagen, ja, genau, so. Ja? Also ich glaube, dass es kommen wird, weil man irgendwie danach lechzt gefühlt, weil es auch ein Stück Entertainment-Charakter sogar hat. Mhm. Und wir uns ein bisschen gewissen Sachen nähern. Und wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten mit der Football-Geschichte, dass da so viel erklärt wird. Und trotzdem gucken die Football-Fans aus Amerika neidisch zu den Deutschen rüber, weil sie sagen, sie haben eine ganz andere Kultur vom Fanwesen. Ja, genau. Guck mal, was hier in München los war. Insofern, ich glaube schon, dass man auf der einen Seite auch von der amerikanischen Welt erwartet, dass man mehr Transparenz, mehr Erklären, mehr Show hat. Und auf der anderen Seite wünscht sich die amerikanische Welt sozusagen, dass wir mehr Fankultur haben. Das ist total crazy eigentlich. Also ich glaube, das ja, können wir machen. So, ne? Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, ob er das will, ob wir das wollen. Und wenn das kommt, dann kommt das. Aber ich glaube, dass die Probleme ganz woanders liegen als in dem Bereich. Ja, hundertprozentig. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einen großen... Ich glaube einfach, der Mehrwert
Der fachliche Mehrwert ist nicht da. Nee, glaube ich auch nicht. Aber kann sein, dass ich mich irre, ne? Also. Ja, wir werden hier auch keine Lösung dafür finden. Was aber auf jeden Fall ganz interessant ist, ist, diese Doku gibt dir ein starkes Gefühl dafür, wie dieses Schiedsrichterwesen funktioniert und ehrlicherweise rückblickend auf die Saison auch. Was mit all den Speerspitzen und Problemen, die man erlebt hat als Fan, vielleicht auch innerhalb dieser Zunft umgegangen wurde. Und ich finde, deshalb ist es ein Masterpiece und bin unheimlich dankbar dafür, dass es das gibt und kann es nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Ja, das. Und Pillow, du hast auf jeden Fall damit die Aufgabe, dir mal 5 Folgen anzugucken. Investier mal 3 Stunden deines Lebens da rein. Du, safe. Kann man so weggucken, muss man ganz ehrlich sagen. Ist wirklich, ja. Gute Macher. Braucht er mich nicht von überzeugen. Hat nur jetzt zeitlich die letzten Tage nicht reingepasst. Ist ja erst ein paar Tage draußen, ne? Ja, eben. Ich habe mal eine andere Frage an dich, Patrick. Gab es mal sowas wie ein Angebot an dich oder an Kollegen, ob ihr nicht Bock habt, in Saudi-Arabien Schiedsrichter zu werden für 100 Millionen im Jahr? Nee, wir pfeifen ja so oder so schon mal da. Also es gibt ja Schiedsrichter, die pfeifen in Saudi-Arabien oder Katar. Also da gibt es Spiele, das ist so ähnlich wie in Griechenland zum Beispiel, da gibt es Spiele, wo die eigene... der eigene Verband kein Vertrauen in seine Schiedsrichter und in die Leistung hat. Und da werden ausländische Schiedsrichter angefragt. Und da wirst du bezahlt. Ach was, ja, klar. Also Felix Brüch hat da schon gepfiffen, Bastian Dankert, da haben schon viele auch ausländische Schiedsrichter aus anderen Ligen da schon gepfiffen. Aber es ist so, dass sie sagen, wir kaufen dich mal ein jetzt, komm mal hier rüber. Also wir haben ja schon auch Schiedsrichter gehabt, die aufgehört haben aus in Klattenburg oder auch in Howard Webb. Die haben dort ja auch den Schiri-Chef gemacht in diesen Ländern. Ne? Also da ist sicherlich ein Euro hängen geblieben, ne? Und siehst du, Pillow, ne? Es ist nämlich gar nicht Cristiano Ronaldo, der hier quasi das Ganze ins Laufen gebracht hat. Mir geht es nämlich um das Thema, was Pillow mitgebracht hat. Wir alle wissen, dass Neymar, also wenn es noch nicht mehr geht, Neymar jetzt auch in Saudi-Arabien spielt für auch wieder 100 Millionen im Jahr oder weiß ich nicht. Und damit ist er ja Teil einer mittlerweile sehr, sehr langen Liste. Und darüber möchte Pillow mal sprechen. Ja, also ich habe mich ja jetzt echt, da geht ja jede Woche, gehen da 2, 3 neue rüber und so. Ne? Und ich will dem ganzen Thema, ehrlich gesagt, weil ich davon null überzeugt bin, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken. Aber bin ich heute über einen Tweet gestolpert, anlässlich des Neymar-Transfers, der da jetzt ansteht, wo einer tweetet quasi, ich weiß gar nicht wer, Cristiano Ronaldo, hat gesagt, als er Al-Nassr beigetreten ist, er dann von dem verpflichtet wurde, dass die Saudi-League wachsen wird und viele andere Stars nachfolgen werden. Seitdem, und jetzt, das sind nur die großen Namen, ne? Seitdem, und wie lange spielt er jetzt da? Ein Jahr? Ein Jahr, ne? Ja. Eine Saison. Zweite Saison, ich, ne? Jetzt. Ja, genau. Saison. Seitdem Neymar, Benzema, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Bobby Firmino, N'Golo Kanté, Fofana, Saint-Maximin oder wie auch immer der aussieht. Kalidou Koulibaly, Alter, der hätte doch noch 4, 5 Jahre, wer weiß wohl. Milinkovic-Savic, Mondi, der Torwart Mondi, Diogo Jota, Ruben Neves, Jordan Henderson, sei ihm gegönnt. Franck-Yannick Kessier, Brozovic, Fabinho, Alex Telles, Malcolm. Sind alles Spieler, die meines Erachtens oder Wissens hauptrangig diesen Sommer in die Saudi-League gewechselt sind. Und aber nicht in die Saudi-League, sondern nur in die 4 Vereine, die von diesem Public Investment Fund gesponsert werden. Also das ist doch, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu Fußballromantiker, obwohl ja, ich ja du. Durchaus, ja, ich bin ja erwachsen und weiß ja wieder alles, ne? Ist ja okay. Und da gibt ja auch welche da, irgendeiner hat letztens gesagt, wir gehen da hin fürs Geld. So, der macht gar keinen Hehl draus und dann kann ich damit auch schon wieder besser umgehen. Aber Leute, ernsthaft, ey? Also, ich weiß nicht, ich. Wenn du tief die Augen zumachst, ne? Also ganz tief die Augen zumachst und in dich hineinhorchst und dir ein Angebot präsentiert wird, in deinem Bereich, in dem du tätig bist. Das ist ja kein unmoralisches Angebot, das dir bekommt, da wird Fußball gespielt. Deswegen ist es nicht unmoralisch. Es ist nur viel Geld. Und du ein vergleichbares Angebot bekommst für eine Stelle, wo du sagst, Alter, da kann ich, boah, ich weiß nicht, irgendwie, das ist jetzt nicht meins, aber du kriegst so viel Kohle dafür, dass du den Rest deines Lebens alle bezahlen kannst, die dir lieb und gut sind. Was machst fair du enough, fair enough, aber das können die doch alle eh schon. Jeden Einzelnen, den ich gerade aufgezählt habe, kann das eh schon. Ich kann das noch nicht. Ja. Ist auch ein gutes Gegenargument, aber ich glaube, du wächst mit deinen Aufgaben und mit deiner Tätigkeit. Und ich glaube, einige kriegen halt den Hals nicht voll, weil sie sagen, ich kann noch mehr, also nehme ich noch mehr. Warum nicht? Kann ich alles mitmachen? Ich bring mal wieder die USA damit in Vergleich. Ne? Wir reden hier von Spitzensport,
wo horrende Summen gezahlt werden. Und wenn ein Baseballspieler 1 Milliarde für 14 Jahre kriegt, Transfer oder Vertrag oder sowas alles, dann wird das in den USA halt auch gefeiert als beeindruckend. Krass, der hat's hingekriegt. Plus der nächste große Vertrag. Und das ist jetzt der bestbezahlteste Quarterback. Und das ist der bestbezahlte. Und das ja, sind aber auch schon. Der beste Quarterback spielt nicht in Saudi-Arabien. Ja, pass mal auf, ich will da ja darauf hinaus. Und das sind alles auch immer sehr gut, sehr absurde hohe Summen, dass du jetzt schon weißt, die nächsten 10 Generationen müssen nicht mehr arbeiten, wenn sie es einigermaßen richtig anstellen. Der Faktor ist Saudi-Arabien. Das ist dieser einzige Faktor, der da drin steht, weil es sportlich noch eine Irrelevanz kriegt. Und selbst wenn die sportlich relevant wird, dadurch, dass da 50 oder 100 drüber wechseln werden, trotzdem das Fundament der gelebten Fußballkultur da nicht in dieser Form vorhanden ist, dass es ein Mitteleuropäer oder ich würde sogar Amerikaner rausnehmen, weil die haben mir auch schon bei der Katar-WM gesagt, was habt ihr eigentlich für ein Problem in Europa? Ist mir doch scheißegal, wo die spielen, Hauptsache die USA gewinnt. Ja, so, es scheint ein europäisches, vielleicht sogar noch ein zentraleuropäisches Thema zu sein, weil ich kann mir vorstellen, selbst in England werden die nicht so viel darüber fluchen, weil sie sagen, okay, die zahlen da noch mehr als wir. Wir zahlen ja schon pervers, aber die zahlen pervers mal 3. Und trotzdem kriegt es halt ein Gefühl von, ey, bei mir ist es mittlerweile auch eher so, also ich finde es, also das Sterben des Fußballs habe ich schon oft genug drüber gesprochen, aber ich bin auch eher bei Patrick, dass ich mir denke, okay, ey, wenn ich Mbappé gewesen wäre, ne, die 400 Millionen für ein Jahr, um danach ablösefrei zu Real Madrid zu wechseln, also das ist, diese Welt ist so absurd und so pervers geworden, es hätte mich nicht gewundert, wenn er es angenommen hätte. Ja, doch, mich schon, aber es geht halt Ding sportlich ist, was also bei aller Liebe, ehrlich gesagt, ne, juckt mich das nicht. Ist ja warum? Ist ja auch also, eine gesunde Einstellung, ne? Aber weil was zerbrecht ihr euch darüber den Kopf? Also ehrlich jetzt mal. Ja, mich stattert einfach. Da gibt's Namen auf der Liste, die ich gerade vorgelesen habe. Die findest du geil, John, und was machen die da? Zum Beispiel Jordan Henderson. So, wie alt ist er jetzt? 40 oder was? Ist okay, ob du dir jetzt da die letzten lauen Jahre in Anführungsstrichen, ob du jetzt in Saudi-Arabien oder in den USA machst, da kann ich noch drüber hinwegschauen, ne? Aber dann stehen da Namen drauf. Fabinho, Bayern München hat ein konkretes Interesse an dem, an Fabinho, hat aber direkt einen Rückzieher gemacht, als sie gehört haben, hier die Saudis wedeln damit die Scheine. Haben sie sich direkt vom Acker gemacht. Ich kann die auch nicht verstehen. Ich muss ja nach dem Spiel immer ein Bier trinken. Ich könnte da gar nicht pfeifen. Was soll das? Ja, für mich geht die Absurdität ja an anderer Stelle noch weiter. Und das ist, also Pillow ist okay, wenn ich das Thema vielleicht schon einigermaßen zumache. Ja, ein Zusatz noch, und aber das habe ich in der Folge vor heute schon mal erwähnt. Darüber hinaus bin ich halt der Meinung, ne, auch im Sinne der Saudis, wobei mir, was die Saudis machen, eigentlich egaler nicht sein könnte, ne? Aber das ganze Geld, was da jetzt darin investiert wird, dass da vorrangig alternde Stars jetzt nochmal ein bisschen Awareness und ein bisschen Glanz oder Glamour oder was auch immer auf diese Liga bringen, wenn du das in die Entwicklung deines eigenen Fußballs in Saudi-Arabien, in Nachwuchsleistungszentren, in Akademien, in was nicht alles du Geld investieren kannst, um deinen Fußball wirklich nach vorne zu bringen, das ist so eine ekelhafte, absurde Geldverschwendung. Ich kann da nichts Gutes abgewinnen. Wenn du das in die dritte Weltländer bringst. Ja, so. Damit die Wasser saufen können da. Ja, ich weiß. Ja. Ich wollte jetzt nicht zu sehr also den Moralapostel schwingen, aber das über gar nicht mehr zu unterhalten, weil die Entwicklung im Fußball, ich bin auch für die Attraktivität der Bundesliga da. Jetzt ist ein Harry Kane, der sicherlich einen riesen Hype ausgelöst hat, der auch ein bisschen crazy ist, ehrlicherweise. Aber das geht mich auch nichts an, weil ich bin eine Unparteiische, es juckt mich wirklich nicht. Aber was an Summen im Fußball gezahlt wird, ich profitiere auch davon, ich bin auch im Fußball tätig, ich verdiene auch gutes Geld durch den Fußball und bin da wirklich dankbar drüber. Aber nichtsdestotrotz ist, was wir im Fußball oder auch in anderen Top-Sportarten, auch jetzt auch in Amerika, rauspumpen an die Leute, das ist, da kannst du Afrika wahrscheinlich 10-mal mit Wasser versorgen. Ich weiß nicht, was das soll, ehrlicherweise. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Und ich glaube, pass mal auf, und den nehme ich trotzdem auf. Und da sind wir nämlich bei der tatsächlichen Perversität dessen angekommen, wo wir, also, ne, wie sich diese Welt gerade dreht. Die moralischen Aspekte dabei, die du hast, die stimmen voll, die sind vollkommen richtig. Die waren aber auch schon da, als, keine Ahnung, Bayern München 80 Millionen für Hernandez bezahlt hat vor 4 Jahren. Klar. Die waren auch schon da, als Wolfsburg 40 Millionen für Schürrle bezahlt hat vor 10 Jahren. Naja, hundertprozentig. Oder für Draxler. Ja, für Draxler. Ja, genau. Genau. Mein Thema. 45. Mein Thema der Woche ist ein bisschen das Supercup-Finale, und auch das können wir schnell machen. Aber da eine Gedanke dabei, der mir dabei bewusst geworden ist, dass da halt zwei Mannschaften sich gegenüber gestanden haben,
von der einen, wo wir letzte Woche eine harte These hatten. Schöne Grüße an Manu Thiele, der dann meinte, RB Leipzig ist die neue Nummer 2 in Deutschland. Argumente sind da. Ja. Schöne Grüße. Hat er aber wieder nicht recht gehabt, anscheinend ja sogar die neue Nummer 1 in Deutschland. Ne? Genau, genau. Und das Zweite ist, dass auf der anderen Seite halt in der 75. Minute der 120 Millionen Transfer Harry Kane eingewechselt wurde. Und da sind wir bei der anderen Perversität dieser ganzen Situation, dass wir in einer Liga leben, in der halt dieser Verein 120 Millionen für einen Stürmer ausgibt. Und Werder Bremen, glaube ich, mit 1,5 Millionen durch die Transferphase laufen muss. Und diese Perversität des Sportes selber hat mich halt so ein kleines bisschen fertig gemacht. Und ich habe dieses Spiel geguckt und Patrick, das sind immer so Situationen, da weiß ich, wenn du dich da zurückhalten willst, dann mach das gerne, muss nichts zu sagen. Deswegen wollte ich mit dir, Pille, darüber sprechen. Der Supercup, abgesehen davon, dass du, ich weiß, du findest vielleicht generell das die Paarung, aber solche Spiele nehmen, also mir hat das nochmal ein bisschen mehr irgendwie die Lebensfreude am Fußball genommen, diesen Mannschaften dabei zuzugucken. Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, also, aber ich habe es gar nicht gesehen, ich war woanders unterwegs. Ich war beim Basketball. Ja, genau. Nee, also ich kann durchaus, da unterscheiden wir uns beide so ein bisschen, ich kann auch diesem Fußball in Anführungsstrichen durchaus was abgewinnen. Ich sehe halt gerne technisch anspruchsvollen, starken Fußball. So, ne, da habe ich Freude dran. Und natürlich ist mir bewusst, dass Manchester City und, ne, also das müssen wir jetzt nicht alles wieder aufrollen. Nichtsdestotrotz kann ich mir solche Spiele angucken und gucke sie mir auch gerne an, weil ich mich halt an dem schönen Spiel ergötzen kann. So, ne? Ja, falls das die Frage beantwortet. Darüber hinaus war aber relativ, also da hängen ja noch ein paar Storys dran an diesem Supercup-Finale. Ne? Einmal der Auftritt von Thomas Tuchel nach dem Spiel. Oder ja. hat er sich aus meiner Sicht mal gar keinen Gefallen mitgetan. Denn selbst wenn alles das, was er da sagt, so ist und seine Wahrnehmung ist, das nach dem Supercup vor dem ersten Bundesligaspieltag schon so rausposaunen und so die Hosen runterzulassen, also weiß ich echt nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat, so. Ich sag dir, wenn Werder Bremen am Freitag einen Punkt holt, dann wird der erste Trainer dieser Saison angezählt. Ja. Da kannst du aus meiner Sicht von ausgehen. Ob das passiert, ist auf anderen. Aber damit hat er sich ja selber angezählt, ne? So. Damit wollte er wahrscheinlich die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Was er damit aber zumindest indirekt gemacht hat, ist sich selber als. Der hat er selber gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was wir da jetzt machen müssen. So. Und selbst wenn das so ist, dann drücke bitte anders aus. Auch wenn das schrecklich ehrlich war. Ne? Und ich hatte ihn, ist auch Teil der Wahrheit, ich hatte ihn, als er damals bei München angefangen habe ich ihn für seine Kommunikation in den Pressekonferenzen gelobt. Ne? Weil er sehr transparent war, sehr eben beim Thema Thomas Müller, sehr offen kommuniziert war. In Richtung Thomas Müller anscheinend sehr offen kommuniziert hat. Das war eigentlich ein Pluspunkt. Aber an manchen Stellen muss er dann schon gucken, wenn es eben die Öffentlichkeit geht, wie transparent du da bist aus meiner Sicht. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn jetzt gegen Bremen auch schon direkt in die Buchs geht, dann könnte das schon relativ dünne Luft werden da in München. Ne? Und was mich ehrlich gesagt sehr amüsiert hat, ne, ist auch total eklig, das zu machen. Aber wie gesagt, ich war nicht da. Ich war auf einer Veranstaltung in Düsseldorf, aber schräg gegenüber war eine Pinte, wo auf Leinwänden das Spiel lief. Und habe ich irgendwann gesehen, Halbzeit 2-0. Und hab mal irgendwie Twitter kurz angemacht und da gab es so ein Meme, Alter, von mir, so ein Bild von Harry Kane auf der Bank, so, ne, auf der Bank noch sitzend, ja. Der arme Typ, und oben drüber stand, wenn der Moment, wenn du realisierst, dass er die ganze Zeit an dir lag. Ja. Für den Kontext muss man erklären, Tottenham hat, wie viele Spiele hat er für die gemacht? Kein Titel gewonnen, jetzt geht er zu Bayern, gewinnen sie schon wieder keinen Titel. Ich bin, also, und das ist der andere Punkt, das hast du auch mit Tuchel gesagt, aber trotzdem hat mich das ganze Spiel so ein kleines bisschen ratlos liegen lassen in Bezug auf die Bundesliga-Saison. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Was wir auf jeden Fall aber diese Bundesliga-Saison wieder haben werden, sind, pass auf, soll ich so loslegen? Fragwürdige VAR-Entscheidungen. Oder? Patrick hat ein Thema mitgebracht, hat eine These mitgebracht, hat sich für die Rubrik, das sind die Momente, wo wir eine Jingle brauchen. Ach, hör doch auf! Ah, nee, das musst du sagen, Pille, das kannst du besser. Hör doch auf! So, genau, ja. So. Hör auf, also. Mit Patrick Edrich. Und er hat sich quasi vorgenommen, in den Ring zu steigen mit Onkel Pillow, der dann tatsächlich sich Notizen gemacht hat, um bewaffnet zu sein. Es ist für mich der Moment, in dem ich mich zurücklehnen kann, mir Popcorn hole, wenn wir über was diskutieren, Patrick. Hat der VAR den Fußball gerechter gemacht? Ich bin mal gespannt. Was ist deine These? Warum?
Soll ich jetzt direkt drauf antworten? Ja, leg mal los. Deine These war laut Nico war deine These und also vorab vielleicht einmal gesagt, aber dann auch genug der Nettigkeiten. Ja. Digga, Hut ab. Nein, ernsthaft, Hut ab, dass du dich hier als aktiver Bundesliga-Schiedsrichter hinstellst und so ein Thema aufmachst. Das würden wahrscheinlich nicht viele machen, meine Meinung. Aber deine These ist, der VAR hat den Fußball gerechter gemacht, korrekt? Ja. Genau, und das ist eine Frage an dich und meine These ist mit Ausrufezeichen und deine, die These auf dich bezogen, ist Fragezeichen. Okay, dann Gegenfrage, wie kommst du auf das schmale Brett? Also, achte. Ja. Und ich nehme, wenn so eine These kommt und so ein Gast kommt, dann natürlich machen wir Notizen, ich nehme das Thema ja ernst. Ja. Ich schlag sofort ein, und das ist Fakt und das belegen auch diverse Statistiken und wahrscheinlich kennst du auch die Prozentwerte dahinter, dass der VAR die Anzahl an, jetzt dreht mein Hund durch, sorry, dass der VAR die Anzahl an klaren Fehlentscheidungen reduziert hat. Punkt. Können wir sofort einen Haken hintermachen und ist ein Fakt, ist belegt durch Zahlen, Punkt, fertig aus. Ja, gut, danke, ich bin weg, ne? Ja. Nein. Und jetzt kommen wir aber zu deiner These, dass der VAR den Fußball gerechter gemacht hat. Jetzt legen wir auf die eine Seite der Waage die Tatsache, dass die Anzahl der Fehlentscheidungen reduziert wurde. Legen wir auf die eine Seite der Waage. Jetzt lege ich aber auf die andere Seite der Waage. Ja. Diese Vielzahl von Eingriffen in Situationen, wo wir nicht von einer klaren Fehlentscheidung reden, wo solche Sachen wie Abseits mit Sicht verdecken. Ich zitiere dann ein Beispiel aus der letzten Saison. Ich glaube, erster Spieltag, Schalke in Köln. Salazar zieht mit 200 km/h ab und da steht ein Spieler irgendwo im Dunstkreis des Torwarts, ist Abseits und ein Spieltag später steht der Mokoko von Dortmund, aber so schon fast vom Torwart und der Tor wird gegeben. Wir haben. Stopp, ich muss ja immer. Ja, warte. Ich muss, lass mich bitte kurz ausführen. Ich muss die andere Seite der Waage füllen. Ach, du willst die Liste einmal komplett voll machen. Okay, gut. Ich will die Liste gerne voll machen. So, ich muss mir das aufschreiben. Ja, gerne. Ich habe keinen Stift, weil ich ja alles im Kopf habe. Kennst du das? Ja, Digga, ich bin vorbereitet, was soll ich dir sagen? Wir haben eine Vielzahl von Eingriffen bei nicht klaren Fehlentscheidungen, wo mal so entschieden wird, wo mal so entschieden wird. Wir haben Situationen, die im laufenden Spielbetrieb der Schiedsrichter laufen lässt, Elfmeterentscheidung, Handentscheidung, wo gar keiner überhaupt denkt, da könnte was sein, dann kommt irgendwann mit 2 Minuten Verzögerung der Kollege aus Köln und sagt, guck nochmal drauf und dann werden live im Fernsehen so lange Zeitlupen aus verschiedenen Perspektiven gesucht, bis das irgendwann aussieht wie ein Foul oder ein Handspiel. Das legen wir auf die andere Seite der Waage. Wir haben... Okay, also ganz kurz, Bindestrich, ja. Fernsehen macht Entscheidungen klarer, beziehungsweise verfälscht sie, höre ich daraus. Genau, wir spielen so lange, also das, was, korrigiere mich, wenn ich falsch sage, aber das, was da im Fernsehen an Zeitlupen aus Winkeln verschiedenen Perspektiven gezeigt wird, ist doch 1:1 auch das, was der Schiedsrichter sieht, oder? Da gibt's ja also auch eine Situation. Wir haben alle Perspektiven, die das Fernsehen hat, haben wir auch. Aber am Ende nach der getroffenen Entscheidung zeigt das Fernsehen die Perspektive, mit der wir sozusagen festgestellt haben, dass es richtig oder falsch ist. Genau. Und im Fernsehen laufen vorher 3 andere Perspektiven, wo du ja auf der Couch sitzt oder ich vom Fernsehen sage, ja, das ist ja, mach doch kurz, das ist kein Handspiel. Und dann kommt irgendwann die 4. Perspektive und da sage ich dann selbst, okay, jetzt haben wir eine Perspektive gefunden, wo es aussieht wie ein Handspiel und dann machen wir die Entscheidung dran. Alles wir klar? Wir haben in, und das konkrete Beispiel muss ich jetzt kurz zitieren, ich glaube, das hattest du gerade auch schon angeschnitten, das war aber nicht in Frankfurt, sondern in Bochum, im Meisterschaftsrennen, wo Adeyemi ganz klar im 16er gefoult wird und in der Folge entstehen Morddrohungen gegen den Schiedsrichter und da müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das unter aller Kanone ist. Die sollen ohne sich Frage, alle, es geht um die Entscheidung. Es geht gar nicht um die Entscheidung des Schiedsrichters in der Hitze des sondern Gefechts. Sondern durch die VA, warum er ihn nicht korrigiert hat, richtig? Dicker, ja, erklär ich dir alles. Weiter, nächste Frage, komm, gib Gas. Und wenn du das alles auf die andere Seite, und ich bin mir total sicher, dass es dafür Erklärungen alles gibt, für jede einzelne Situation, aber wenn du das alles auf die andere Seite der Waage legst, dann kannst du nicht mehr davon sprechen, dass der VAR den Fußball gerechter gemacht hat. Okay, warum nicht? Weil diese ganze Frustration und diese Fragezeichen und diese Nicht-Akzeptanz für diese Entscheidung, in denen so unterschieden wird und so unterschieden wird und keiner genau weiß, zumindest aus der Fanbrille, keiner genau weiß, wann greift er denn jetzt ein? Soll der nur in klaren Fehlentscheidungen eingreifen? Weil das wird nicht gelebt, zu 100% nicht. Das alles, wir reden hier nicht von Reduzierung der klaren Fehlentscheidungen. Die sind wir total da, das liegt auf der einen Seite. Okay, und was ist jetzt Gerechtigkeit für dich dann?
Was ist für mich Gerechtigkeit? Ja, naja, was für dich halt Gerechtigkeit in dem Fall? Es ist das die emotionale und die ethische Gerechtigkeit. Jakob von Metzler, also das ist jetzt ein wirklich ein heftiger Vergleich, wurde von so einem richtigen Wichser ermordet. Und der Polizeipräsident hat gesagt, ich drohe dem Folter an. Oder hat ihm Folter angedroht, damit er herausfindet, wo der Junge ist. Das ist verboten. Ja. Strafrechtlich verboten und hat ihm auch seinen Job gekostet. Jeder in Deutschland hat gesagt, richtig so, damit der Junge gefunden wird. Das ist moralisch, versteht es jeder. Aber strafrechtlich ist es nicht erlaubt. Verstehst du, das ist ein harter Vergleich. Ich will nur wissen, worauf du hinaus willst. Weil Gerechtigkeit hat ja jeder seine eigene. Also willst du auf die emotionale Gerechtigkeit hinaus oder willst du auf die statistische? Weil da hast du ein Problem. Nein, da habe ich kein Problem. Nein, nein, weil Gerechtigkeit ist ja nicht nur die Reduzierung von klaren Fehlentscheidungen. Und ich glaube, da spielt auch ganz viel die Erwartungshaltung mit, die hinter dem VAR steckt, dass gar keine Fehlentscheidungen mehr passieren. Ja. Und deswegen glaube ich halt einfach, damit haben wir haben uns mit der gesamten Kiste keinen Gefallen getan. Weil ich nehme auch wahr, aber das ist meine persönliche Wahrnehmung, mit der ich aber vielleicht auch nicht so alleine stehe, dass die Akzeptanz für Schiedsrichterfehlentscheidungen vor dem VAR eine viel bessere war, als jetzt, wenn da im Meisterschaftsrennen der Adeyemi weggeflankt wird im 16er und dann noch vier Leute im Keller auf 16 verschiedene Perspektiven drauf gucken und am Ende wird trotzdem keine Spiel. Ich wurde zwei Wochen wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Felix Brüch genauso, weil der Ball in Hoffenheim mit am Tor lag. Schiedsrichter haben zwei Wochen lang Tomaten auf den Augen gehabt, waren jede Woche in der Zeitung abgebildet mit riesen Tomaten, weil sie irgendwelche Sachen nicht gesehen haben. Ich glaube nicht, dass diese Aussage von dir zutrifft. Du hast eine andere Wahrnehmung jetzt zu der Geschichte, weil du einen anderen Fußball kennst und du eine andere Erwartung hast. Und jetzt sag noch ruhig weiter, weil dann würde ich auf die Punkte einmal eingehen, wenn du möchtest. Dann können wir so mal streiten danach. Dann revidiere ich die Aussage und sage, meine Akzeptanz für Schiedsrichterfehlentscheidungen war größer vor dem VAR. Mhm, okay. Weil da sprechen wir vom Faktor Mensch und Mensch machen Fehler. Ich mache dem Stegemann mache ich keinen vor, auch wenn das sicherlich bitter ist für alle Dortmunder in der Situation. In der Hitze des Gefechts, Meisterschaftskampf, vielleicht stand er nicht besonders gut, kann passieren. Aber wenn dann vier andere auf die Situation, und das ist auch eine von vielen Situationen, drauf gucken, wie willst du dann von Gerechtigkeit sprechen, wenn solche Situationen nicht geahndet werden? Also ich glaube, ich verstehe das. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehe. Ja, das ist gut. Ich verstehe das. Und ich glaube aber, dass du manchmal Äpfel mit Birnen vergleichst in deinen Aussagen. Und deswegen Gerechtigkeit ist Punkte etc. Also zum einen muss ich immer mit Statistik kommen, weil wenn ich nicht mit belegbaren Zahlen komme, dann bringt es ja auch nichts, das um den VAR in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, weil es geht ja letztendlich darum, hat er Fehlentscheidungen verhindert und hat er ihn gerechter gemacht, und die Dinge, die du aufgezählt hast, wiegen so viel zu den Entscheidungen, die er korrekt korrigiert hat. Deswegen kannst du mit der Argumentation statistisch nicht kommen, meines Erachtens. So, sag du es. Aber nicht in der Wahrnehmung der Fans, das kann ich dir sagen. Aber du redest von Wahrnehmung. Was ist denn Wahrnehmung? Verstehst du, was ich meine? Ich will darauf hinaus, dass ich die Wahrnehmung durchaus teilen kann, dass die Gerechtigkeit nicht da ist, aber sie ist trotzdem belegbar da. Und das ist halt, was keiner akzeptieren wird, weil die Akzeptanz für den VAR nicht da ist. So, und das Problem hast du genannt. Du hast gesagt, dem Fan wurde suggeriert, dass es keine Fehlentscheidung mehr gibt. Und das ist falsch. Ihm wurde suggeriert mit Beginn des Videoassistenten, es wird keine Fehlentscheidung gegeben. Man hat es so nicht ganz krass formuliert, aber die Art und Weise, wie man es transportiert hat, hat dem Fan suggeriert und jedem, es wird keine Fehlentscheidung mehr geben. Und das ist falsch gewesen. Und das ist das Grundproblem, das man immer noch nicht in den Griff bekommen hat, weil man die Komponente Mensch etc. Fehlentscheidung passieren nicht so in den Fokus gerückt hat, wie wir haben jetzt den Videoassistenten, den Videobeweis, und es ist nichts passieren. Und von wegen, wir gucken jetzt auf andere Ligen, da ist alles besser, Bullshit. Ja, die schimpfen genauso und sagen, in Deutschland läuft es besser, oder die Italiener sagen, aber in Spanien, guck dir da mal an, was da los ist. Totaler Bullshit, ehrlicherweise. So, also, deswegen aus meiner Sicht, statistisch gesehen, die Eingriffe, die falsch sind und abgewogen werden müssen, und da falsch und dann doch richtig, und warum hat er da Eingriffe und warum da nicht, die sind emotional da, aber statistisch gesehen ohne Frage. So, jetzt kommt der nächste Punkt, den du genannt hast. Die Eingriffe zwei Minuten später. Und jetzt werde ich mal sagen, wie das als Videoassistent auf. Du schwitzt da teilweise Blut und Wasser, weil wir haben diese 21 bis 25 Kameraperspektiven mittlerweile. So, und jetzt sitzt du als Schalke-Fan, sage ich jetzt mal, auf dem Sofa, siehst drei Einstellungen, sagst, ja, da war doch nichts. Und der Videoassistent macht genau das, was er nämlich gemacht hat,
bei Frankfurt gegen Dortmund, was ich am Anfang gesagt habe. Du hast vier Perspektiven, wie in der Doku. Und er guckt sich die vier an, die hat er, und holt sich die anderen gar nicht, weil er sagt, mit den vier sehe ich überhaupt gar keine klare Fehlentscheidung. Weiter geht's. Ja, aber sorry, dass ich unterbreche. Reden wir von derselben Situation? Wir reden von zwei verschiedenen Situationen, aber beide Situationen sind. Okay. Aber das ist völlig irrelevant, weil du hast gesagt, es gibt vier Perspektiven, auf keiner von denen erkennst du was, und dann kommt irgendwann die fünfte und jetzt bist selbst du so weit, dass du sagst, es ist ein Foul. Aber wenn das die entscheidende Perspektive ist, die der Schiedsrichter nicht zur Verfügung hatte, die dafür gesorgt hat, dass das eine klare Fehlentscheidung verhindert wurde, musst du diese Perspektive nehmen. Und das dauert halt manchmal, weil du hast 21 Kameras und du kannst nicht immer sofort die beste finden. Das heißt also, bei dem Fall Frankfurt Dortmund, wo der Adeyemi den anderen stößt, ich weiß gar nicht, wie der hieß, der Stürmer, ist auch egal, der stößt ihn und der Videoassistent hat vier vorimplementierte Kameraeinstellungen gehabt und hat gesagt, für mich ist es nicht klar falsch, ich brauche gar keine anderen, so nach dem Motto, ich lasse weiterlaufen. So, und dann auf einmal regt sich aber die ganze Welt auf, wie er sagt, wie kann man das nicht sehen? Wie kann man das denn nicht sehen? Da gibt es eine Kameraeinstellung, in der man ganz klar sieht, wie der den wegstößt. Und das kann dann halt manchmal eben diese gefühlten zwei Minuten, und so lange sind es gar nicht, der durchschnittliche Überprüfungsprozess dauert 90 Sekunden, der durchschnittliche sozusagen. Insofern, zwei Minuten sind es einfach nicht. Das ist auch wieder so ein Gefühl und eine Wahrnehmung. Und deswegen ist es als Videoassistent so schwierig, weil du immer eigentlich jede Kameraperspektive prüfen musst, um dir wirklich sicher zu sein, ist mir nichts durchgerutscht. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwas vergessen hast. Und dieser Druck ist so enorm hoch da auf dem Sessel, wenn dir diese eine Geschichte durchrutscht. Und trotzdem ist die Frage, was bringen uns denn diese Milliarden Kameraperspektiven eigentlich? Wir hatten früher 8 oder 7. Was meinst du, warum in der zweiten Liga nicht so viel nachweisbar ist? Weil es in der zweiten Liga 8 Kameraperspektiven gibt und Einstellungen und keine mehr. In der Bundesliga 5.700 gefühlt. Und noch 8 zusätzlich an den Dächern und noch irgendwie, da kommt noch eine Spider-Cam und keine Ahnung was alles. Und deswegen haben wir so viele Möglichkeiten, Dinge nachzuweisen oder der Meinung zu sein, das ist hier nicht klar falsch oder was braucht er für Perspektiven. Das ist total schwierig für den Videoassistenten. Und deswegen sagen wir ja, dass der Schiedsrichter auf den Platz gestärkt werden muss. Er muss die Entscheidung richtig treffen. Er muss die richtige Entscheidung haben. Und jetzt kommen wir zum Punkt Robert Hartmann mit Stegemann Bochum. Stegemann hat es nicht erkannt, weil es gibt ein Phänomen, und da muss ich fachlich ausholen, damit ihr das versteht, wie wir Schiedsrichter ticken. Es gibt ein Phänomen, dass ein Spieler, um einen Strafschuss zu ziehen, sein Bein in den Laufweg des Abwehrspielers stellt. Mit Absicht. Damit der Abwehrspieler gegen den Stürmer läuft und dadurch provoziert der den Strafstoß. Das ist ein Phänomen. Uruguay, Cavani, Siebert gepfiffen gegen Ghana. Kannst du dich erinnern? Nee, und aber einfädeln, einhaken. Einfädeln, es ist kein Einfädeln, sondern die laufen nebeneinander. Der Stürmer sieht, ach, da kommt einer und dann steigt er so das rechts das Bein raus. Und dadurch muss der automatisch in ihn reinrennen. Das heißt, er provoziert durch einen Kontakt den Strafstoß und den Foul. Und der Adeyemi hat das zunächst gemacht. Und der Videoassistent hat sich voll auf den Adeyemi fokussiert. Der Stegemann hat ihm gesagt, pass auf, der stellt das Bein raus. Wir in unserem Überprüfungswahn, sage ich mal, und in unserem Modus, alles, was Bein rausstellen ist, wird nicht gepfiffen. Der stellt das Bein raus, aber hat gar nicht auf der Pfanne, was der Abwehrspieler eigentlich wirklich gemacht hat. Der hat nämlich von hinten voll umgeflext. Das ist dann aber weg gewesen, weil man sich so auf dieses Bein rausstellen fixiert hat, dass man die Entscheidung als nicht klar falsch angesehen hat und das hat weiterlaufen lassen. So ist das entstanden. So, und dann kommen wieder die Perspektiven, weil es gibt eine Perspektive, auf der er es nicht glaubt, dass ein Foul ist oder nicht Foul ist. Es gibt eine einzige, in der du siehst, ach du Scheiße, der haut ihn von hinten, flext ihn voll um. Da gibt es aber eine ganz andere, wo du denkst, Alter, was macht der Ebi denn da? Und dann kommt noch dazu, dass der dreimal vorher immer das Bein rausgestellt hat, die Dinger gezogen hat und dann ist man noch dreimal ein bisschen gebriefter, um zu sagen, auf den ADE muss man natürlich aufpassen, ob der hier nichts provoziert. All das sind die Dinge, die auch einem Schiedsrichter durch den Kopf gehen, weil man sich vorbereitet auf die Spiele. Das heißt aber nicht, und das sage ich immer wieder mir, meinen Assistenten, immer wieder, vorbereitet sein, aber nicht bevorurteilt in eine Partie gehen, weil dann habe ich keinen Fokus auf das, was passiert, nämlich in dem Moment. Und das ist der Punkt, der immer wieder beachtet werden muss. So, und das sind so die Dinge, die ich dir zum Videoassistenten sagen kann. Und ich kann auch das Gefühl nicht steuern, dass die Akzeptanz für den Videoassistenten aufgrund deiner beschriebenen Thesen nicht da ist. Die kann ich dir nicht widerlegen, die kann ich dir nur faktisch mit Zahlen widerlegen. Aber nicht in der Emotionalität. Und da müssen wir ran, dass wir es schaffen, eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass das eben, was du denkst, nicht der Fall ist. Aber ich habe noch keine hundertprozentige Lösung.
Ja, ich glaube, da gibt es ein paar Einsätze und da können wir gleich gerne nochmal kurz drüber sprechen. Wie sieht denn ein guter Weg nach vorne raus? Weil das ist ja am Ende das, worum es geht. Aber ja. Jetzt hast du gerade ein Wort benutzt, was ich sehr, sehr treffend finde, Überprüfungswahn. Ne? Mhm. Also ich kann zu dieser Frankfurt-Geschichte, ich habe die leider gerade nicht vor Augen, ja. Deswegen, ne, mir ist die Story nicht geläufig. So. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, wir haben 21 Situationen, so, schon nicht 21 Situationen, 21 Kameraperspektiven. 21 Kameraperspektiven und jetzt gehen wir davon mal in einem Szenario skizziert 15, 16 durch und sieht alles nach nicht faul aus oder nicht Handspiel und dann finden wir die 18. und da sieht es dann aus und daraufhin sagen wir, wenn von 21 eine oder zwei danach aussehen, aber die anderen alle nicht, dann ist das eine klare Fehlentscheidung? Ja. Sorry. Aber da können wir doch nicht von gerechtigen. Das ist auch Tünnef. Und da sind wir beim Überprüfungswahn. Pass auf, und jetzt zeige ich habe noch ein treffendes Beispiel. Hertha BSC, Flanke von rechts. Der Stürmer springt im Kung-Fu-Sprung rein, muss die Arme mitnehmen, damit er den Ball berühren will. Also er springt mit Fuß und mit Hand rein. Die Flanke kommt von links und der Ball touchiert minimal die Fingernägel oder die Handspitzen. Aber die Handhaltung ist brutal, dass es nur Hand sein kann. Mhm. Er springt also im Endeffekt gefühlt so rein und touchiert minimal die Finger. Der Stürmer, der dahinter ist, rechnet mit der Flanke, weil ich glaube, das wird trainiert, gehe ich mal von aus, und will den Ball Volley nehmen. Und durch das Touchieren des Balles kriegt der Ball eine marginale Richtungsveränderung und der kriegt ihn nicht Volley zu schießen, sondern mit dem Schienbein minimal vorne. Und ich glaube, dass das im Profifußball eine Nuance sein kann, dass das so passiert. Bin ich relativ überzeugt von. Kann auch sein, dass er das nicht kann, ja. Aber ich glaube, und man sieht eine minimale Richtungsveränderung, die hat aber keiner mitbekommen. Kein einziger auf dem Platz. Keiner. Außer der Videoassistent. Und jetzt haben wir eine Regel. Und die Regel besagt, springt einer unnatürlich oder mit Absicht und hält den Ball mit der Hand auf oder berührt ihn, ist es Handspiel strafbar. Also was soll ich jetzt mit dieser Regel und Videoassistent machen? Sag es mir. Obwohl es keinen auf dem Platz gejuckt hat und keiner hat es gesehen. Und nachher holt das Fernsehen diese Situation raus und sagt, der wurde berührt. Das ist eine unnatürliche Handbewegung. Verstehst du, was ich meine? Total schwierig. Aber du skizzierst ein anderes Szenario, weil in dem Fall sollte es ja keine 20 Versuche brauchen aus 20 verschiedenen Perspektiven, um zu sehen, dass er den mit dem Finger berührt hat. Nein, natürlich musst du das erstmal sehen, weil es nicht jede Kameraperspektive zeigt ja die Berührung der Finger. Ist aber so. Nicht jede Kameraperspektive zeigt dir auch ein Fußvergehen an. Auf der einen Seite sieht es aus, als ob der ihn gar nicht tritt, weil man tritt ihn voll auf den Fuß. Die Kameras verzehren die Perspektive aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist hundertprozentig so. Ich sitze da doch, ich weiß ja, wovon ich rede. Das ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie keine Ahnung von hätte. Und trotzdem muss man sich die Frage stellen, was wollen wir eigentlich? So, und es wird immer wieder, und ich sage, wir kriegen das Thema sowieso nicht in den Griff, weil wir immer wieder über gewisse Dinge diskutieren werden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und am Ende diskutieren ja meistens nur die, und vielleicht sind wir auch mittlerweile in Deutschland so weit, dass es nicht nur um die geht, die verlieren, sondern dass es grundsätzlich das Thema ist. Aber natürlich schreien immer die am lautesten, gegen die es gerade geht. Und also, sag ich jetzt mal so. Ja, fair enough, absolut. Und ich versuche da so neutral wie möglich zu sein. Aber, und jetzt komme ich wieder zu meiner Anfangsthese oder einer meiner Anfangsthesen. Das gerade von dir beschriebene Szenario. Du brauchst jetzt wirklich 15, 16, 17 Einstellungen, um zu sehen, der hat die mit den Fingerspitzen berührt und dadurch hat sich was verändert. Dadurch konnte der Stürmer den Ball nicht treffen und dann ist das zu ahnden. So. Jetzt skizzieren wir mal eine Welt, in der wir keinen Videoschiedsrichter haben. Habe ich Freitagabend erlebt. Da lehne ich mich aber sehr weit aus dem Fenster und sage, wenn dann irgendwann zwei Stunden am Spiel der DSF gibt ja gar nicht mehr, den DAZN um die Ecke kommt und sagt, guck mal hier, wir haben uns das jetzt nochmal 14 Mal angeguckt und der war da mit den Fingerspitzen dran. Denkst du nicht, dass die Akzeptanz dafür, dass der Schiedsrichter auf dem Feld das nicht gesehen hat, um ein Vielfaches größer wäre, Für den Fehler des Schiedsrichters, weil er diesen ganzen VAR gar nicht... Und was ist mit klaren Sachen? Wie meinst du, was mit klaren Sachen? Wir skizzieren einen Fall, der wirklich fast nicht zu sehen ist. Da ist nicht die Akzeptanz für die getroffene Entscheidung ohne VAR da. Aber was ist mit der klaren Fehlentscheidung? Der haut den aus den Socken, steht nur die Schuhe im 16er und der sagt, weiter, Dicker, weiter komm, ich hab nichts gesehen. Alle. Aber das hatten wir ja schon vorher auch und da hat das doch trotzdem alles funktioniert. Weißt du, was ich meine? Also ich bleib dabei. Ich persönlich, und vielleicht kann ich da wirklich nur für mich sprechen, aber so viele um mich rum, lass die weg. Ich persönlich bleib dabei.
Auch wenn es ein klares Ding ist. Wir hatten, erinnerst du dich noch an hier das Phantomtor von Kiesling? Ja, sag ich doch, das war das Brüchting, ja, genau, ja. Da haben wir schon diskutiert. Das hat doch keiner gesehen. Da hat das vielleicht die Bildzeitung hat, die, ja, so. Die ja. Bildzeitung hat da vielleicht eine anderthalb Wochen lang eine Story draus gemacht, aber der Fußballfan, der durchschnittliche Asiador, ja, ist passiert, war jetzt doof, aber was wollt ihr jetzt machen? Da kannst du jetzt dem Schiri keinen für auf die Fresse hauen. Da hat kein Mensch gesehen. Da ja, hat der Stürmer, der das Tor gemacht hat, hat das nicht gesehen. So, ja. Und das meine ich, diese Akzeptanz. Ich glaube halt einfach, dass wir uns trotz der Tatsache, und nochmal, da bleibe ich dabei, das ist eine Tatsache, die Anzahl der klaren Fehlentscheidungen wurden reduziert. Punkt, fertig, also aus. Also du nimmst sozusagen, du nimmst in Kauf, die hammerharten Fehlentscheidungen zu akzeptieren gegen deine emotionale Ungerechtigkeit, die du empfindest, ja? Ja, absolut, absolut. Weil ich finde, zu Gerechtigkeit gehört halt mehr dazu als nur Zahlen, Daten und Fakten. Okay. Ja, dann ist das so. Da kann ich ja nichts zu sagen. Ja, aber du kannst ja sicherlich auch eine Statistik erheben. Ich kann dir erheben. Nur sagen, dass aus meiner Sicht für mich auf dem Platz es viel, viel angenehmer ist. Weil ich weiß, dass ich nicht mehr wie eine Sau durchs Dorf getrieben werde. Das kann ich dir sagen. Aber werdet ihr doch. Werdet ihr doch. Also wir haben gerade davon gesprochen, dass der Schiedsrichter Morddrohungen gekriegt hat, was total absurd ist. Wir werden, die gab es aber früher auch. Die waren nur nicht so sichtbar, wie jetzt durch die sozialen Medien und durch etc. Die gab es früher genauso, wie sie heute gibt. Die gab es früher genauso. Also ich kenne noch keinen, der Schiri Morddrohungen. Und ich habe auch Morddrohungen bekommen, obwohl ich keine Scheiße gepfiffen habe. Also das ist kein Argument. Ne? Sorry, also, dass ich lache, aber ja, ist absurd. Ja, ich sag nur. Ich sag nur, also von daher, ich habe auch genug Dinge an den Hals geworfen bekommen, obwohl ich vielleicht einfach nur einen schlechten Spieltag gemacht hatte. Ich hatte gar keine groben Fehlentscheidungen getroffen, ich habe einfach nur Scheiße gepfiffen. So. Und hatte trotzdem Morddrohungen bekommen. Ja, ernsthaft jetzt mal. So, also ich meine, ich bin ja Polizeibeamter, ich weiß ja, was los ist, ich zeige das alles an, mir ist das scheißegal. Die wurden auch alle verknackt, finde ich geil, sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil nur wer was macht, der hilft. Und nicht immer so, ich kann eh nichts machen, finde ich eh kacke. By the way, erstmal dieses Thema, ne? Zieht das Argument einfach nicht. Und ich fühle mich einfach grundsätzlich wohler, wobei ich auch sagen muss, natürlich ärgern mich manchmal Dinge. Ich musste am Anfang lernen, eine Fehlentscheidung auf dem Platz gleich gesagt zu bekommen. Das ist ganz einfach. Du pfeifst und denkst, Alter, wie geil ist das denn? Nee, keine Elfer, ey, alle weiter, keiner will was, immer tö im Ohr und sag, halt, geh mal raus, guck dir das mal an. Und ich denke, scheiße, fuck, Alter, ey, boah, ätzend, ey. Ich bin einer, der dann zum Weg zum Monitor, ich habe das jetzt versucht, ein bisschen zu reduzieren, dem siehst du richtig die Fresse an. Ich da keinen Bock drauf ab. Ne? Weil das auch normal ist. Du willst ja keinen Fehler machen. Wir sind ja so perfektionistisch veranlagt als Schiedsrichter, du willst keinen Fehler machen. Deswegen ist jeder Fehler auf dem Platz vom Schiedsrichter und auch im Videoassistenten. Das macht ja keiner mit Absicht. Die sind ja alle, die gehen mit so einer Fresse nach Hause, weil sie da keinen Bock drauf haben. Das will ja keiner von uns. Es geht natürlich, ich glaube, es geht um die dicken Entscheidungen, die menschliche Fehler sind, die man nicht akzeptiert. Um die geht es. Es geht nicht um die kleinen Entscheidungen, um Hand nicht Hand gesehen und das wird korrigiert oder wie kann das sein und so. Es geht um die dicken Fehlentscheidungen, die nicht korrigiert werden oder falsch korrigiert werden. Um die geht es und das macht die Leute fertig und die sagen, wie kann das sein? Der hatte 18 Kameras und der versteht nicht, warum er es sieht. Und das, glaube ich, ist so das Grundproblem. Und man muss irgendwie dahin kommen, diese Situation zu lösen und ich glaube nicht, dass du keinem einzigen sportlichen Leiter oder irgendeinem Geschäftsführer, einer Fußball-AG sagen wirst, dass der Videoassistent abgeschafft werden soll, weil ich nehme das Beispiel jetzt mal von Freitagabend, ja. Rein abseitstechnisch. Simon Terodde steht im Abseits, ja oder nein, wird danach gefoult. Mhm. Für mich ein klarer Elfer. Ich habe mit Sascha einen Kontakt über Funk, jetzt nehme ich euch mal mit, so, und Sascha sagt, der musste kurz warten, geht Terodde wirklich hin und hat dann gewunken, hat gesagt, Abseits. Ich war kurz davor, Strafstoß zu pfeifen. So. Und dann sagt Sascha, Abseits. Ja, da gibt es kein Videoassistent, keine Überprüfung. So. Und dann kommt natürlich Thomas Reich gleich zu mir und sagt, klar, Abseits wäre eine Spitze. Wie die das immer so klar sehen, frage ich mich immer. Ne? Aber das ist natürlich auch ein bisschen, logischerweise auch ein bisschen Taktik. Ich bin ja nicht doof, ich bin ja schon lange im Geschäft. So, und dann guckst du dir das an, in der Zeitlupe und denkst, da musst du eine Lotlinie legen, damit du wirklich weißt, und das ist knapp, und es ist die Frage, akzeptieren wir als Fan, und das meine ich jetzt wirklich ehrlich, wenn diese Entscheidung dafür gesorgt hätte, dass Schalke rausfliegt, dann hätten alle hervorgeholt und hätten versucht, eine Linie zu legen und zu sagen, der Terodde war nicht im Abseits, der Torwart hat ihn gefoult, hier hätte es einen Strafschuss gegeben, dann wären wir 1-0 in Führung, dann wäre das Spiel ganz anders gelaufen. 1000% wäre das so gekommen. Und mit einer einfachen Überprüfung durch Abseits. Und genau das gleiche beim Tempelmann. Da konnte mir jetzt auch hundertprozentig keiner sagen, innerhalb, außerhalb, ich habe auf Sascha vertraut, wahrscheinlich war es auch eher außerhalb. So, wo ist also, und du hättest einen ganz klaren wahrscheinlichen Nachweis dafür gehabt, wenn du einen Videoassistenten hättest, aller Wahrscheinlichkeit nach, wo genau das Foulspiel passierte. So, insofern sind das die Dinge, die total schwierig zu beurteilen sind, ohne Videoassistenten und wie es im Nachhinein gelaufen wäre. Ich glaube, manchmal belügt man sich einfach selber.
Ja, auch fair enough. Dennoch bleibe ich dabei und viel wichtiger, vielleicht machen wir das nochmal den Schwenk hin, den Weg nach vorne. Wie könnte es denn aussehen? Ich bleib dabei, wenn wir 20, jetzt hast du vorhin ein Szenario skizziert mit der Hand, wo, ne, da hast du wahrscheinlich sogar auch einen Punkt, den gestehe ich dir ein, aber wenn wir aus 21 Kameraeinstellungen 20 brauchen, dann um zu sehen, dass da eventuell doch irgendwo ein kleiner Kontakt ist, und ne, dann können wir hier nicht von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Und ich glaube, da, um den Schwenk zu machen, ist ein ganz großer Ansatzpunkt, um die Akzeptanz zu erhöhen. Wann konkret wird der denn jetzt eingesetzt? Ne, weil die Aussage ist, der soll eingreifen bei krassen Fehlentscheidungen, und die Wahrheit ist auch, und sicherlich wird es dafür auch Statistiken geben, die liegen mir noch nicht vor, und wenn nicht, dann könnt ihr einer machen. Es gibt eine Definition für klar und offensichtlich falsch, wenn alle am Fußball Beteiligten der Meinung sind, und das sind Fußballfans, Funktionäre, Schiedsrichter, alle am Fußball Beteiligten der Meinung sind, dass es hierbei um eine klare Fehlentscheidung handelt. So, und jetzt finden wir immer 100%. Ja gut, aber wie sieht denn jetzt die Lösung aus? Ja, es gibt keine Lösung. Man muss das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Also, pass auf, das Geilste ist doch, ich habe bei Union Berlin gegen Werder Bremen, letzter Spieltag, habe ich so ein Kraut- und Rüben-Elfer gepfiffen. Da war ich wahrscheinlich wieder übermütig, denke, die Saison ist geil, Patrick, führtest du mal einen hinter, so, und denk, geil, Alter, der haut den aus den Socken, wirklich, und was macht der? Er spielt halt klar den Ball vorher. So, da sagt Guido Winkmann, Video ist denn schon nach der ersten Einstellung, ich spiele den Ball, glaube ich. So, und dann gehe ich raus und guck's mir an. Habe ich mir raus. Ich habe bei einer Sekunde stand ich am Monitor und sieht, der haut nur den Ball weg und danach den Spieler. Klare Ecke. Ja. Und bin raus. Und das ist eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Die geht mir natürlich einer ab, weil ich denke, Alter, warum siehst du Horst das nicht? Na? So, da ärgere ich mich natürlich richtig drüber, aber das ist klar und offensichtlich falsch. Und da sagt jeder auf dem Planeten, alles klar, und wird voll akzeptiert, kriegst im Kicker eine 2, super Typ, ole ole, obwohl du Grütze gepfiffen hast. So, ne? und alles ist okay, aber es wird diese Entscheidung nicht nur hundertprozentig geben. Es wird immer Entscheidungen geben, wo einer sagt, 70, 30, 80, 20, wann wollen wir denn und wie wollen wir das, verstehst du? Und auch diese ganze Diskussion mit, warum, das wäre übrigens die zweite Frage, die ich eigentlich hätte, um in den Raum zu stellen als These, warum schaut er es sich nicht nochmal an? Ne? Das ist so meine zweite These, weil das ja auch jetzt immer alle sagen. Aber wann schaue ich mir an, bei 80, 20, 70, 30, 50, 50? Und entscheide dann, obwohl ich habe auf dem Platz entschieden und dann ist es eigentlich eine 50-50, 60-40 entscheiden. Jetzt gehe ich raus und ändere sie. Okay. Das ist doch scheiße. Ja, 60-40 ist für mich in meiner Wahrnehmung zum Beispiel keine klare Fehlentscheidung mehr. So. Ja, aber ne, da sind wir jetzt wieder bei Empfinden und Wahrnehmung. Verstehst du, was ich meine? Wo willst du dann ansetzen? Natürlich verstehe ich, was du meinst. Pass auf, dann haust du das weg und machen wir wie beim Tennis und wie beim American Football, jeder Trainer und der Schiri jeweils 3 Challenges pro Spiel, gut. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich weiß, Nico, ich muss auch gleich ins Bett, ohne Witz. Pass auf. Challenge. Mach. Auch kein Problem mit, ehrlicherweise. Sollen sie machen, aber jetzt, ich skizziere euch mal eine Challenge. Du musst die Regel ändern für eine Challenge. Bei uns ist es so, nach jeder Spielfortsetzung ist keine Spielstrafe mehr möglich. Was heißt das auf Deutsch? Der Spieler wird gefoult, der Ball kullert ins Aus, schnelle Spielfortsetzung durch den Torwart, am Fünfer, Schiedsrichter sagt kein Elfer, der kickt den Ball nach vorne, Challenge nicht möglich. Ja, weil, dann müssen wir halt die Regel ändern, dann machen wir alle genau so lang. Also das weiß aber keiner, da müssen wir mal drüber nachdenken. Alle sagen, wir wollen was ändern, da muss man sich den Hintergrund mal. Das heißt also, du musst sagen, gebe ich dem jetzt 10 Sekunden, 15 Sekunden, egal ob das Spiel fortgesetzt ist. Und wie überprüft er das auch? Der Trainer sitzt an der Mittellinie und hinten links im 16er-Eck passiert ein Foulspiel. Also, wie lange braucht er auf sein iPad zu gucken, seine 3, die sie haben, die sie eigentlich nur haben dürfen übrigens, laut Durchführungsbestimmung der DFL, um Spieler zu coachen und nicht um Schiedsrichterentscheidungen zu hinterfragen, nur mal so. ich gehe auch mal hin zu den Bänken, ich sag, ah, ja, geiles iPad, sag ich, Alter, was macht ihr da eigentlich immer so die ganze Zeit mit? Sag mal ganz ehrlich jetzt. Und der Sohn, der fängt an zu schwitzen, ich sag, macht ihr Coaching hier gerade oder Dreierkette, Viererkette oder was macht ihr da gerade? Oh, da fangen sie an zu schwitzen. Ja, aber es kommt alles in Spielbericht, sag ich, Alter. Kommt alles in Spielbericht. Oh nee, bitte nicht, oh bitte nicht. Ja, die denken, ich bin doof, weißt du, also Wahnsinn. Also ich rede wirklich so mit denen. Ja, aber schau mal, jetzt verirren wir uns ja hier in Möglichkeiten und in Kleinigkeiten. Du kannst ja die Regeln ändern, dann machen wir ja alle Nase lang. Ja, aber jetzt steht er da hinten links in der Ecke und wird da passiert das Foul. Jetzt gibst du dem 10, 15 Sekunden Zeit und auf welcher Grundlage? Da gibst du ihm eine Minute Zeit. Ja, dann sind wir wieder bei uns in 2 Minuten. Und dann? Ja, und das ist eine schöne Werbepause. Das ist doch, freut sich das Fernsehen drüber. Ich wollte auch mal was sagen zwischendurch. Aber das ist doch heute gar nicht der Thema. Da ich glaube, da haben, oder ich spreche wieder nicht für alle, ich spreche nur für mich, da habe ich mich schon mit abgefunden, dass das 2, 3 Minuten mal dauern kann. Ist okay. Ja, und jetzt noch, bevor Nico was sagt, und jetzt als allerletztes, und jetzt, wer entscheidet das am Ende?
Der Schiedsrichter geht raus und guckt sich die Szene an. Richtig, genau. Also ich muss trotzdem entscheiden. Ja, richtig. Ja, richtig. Aber dann hast du doch zumindest mal diese Diskussion weg. War das jetzt eine klare Fehlentscheidung und der Eingriff des VARs war berechtigt oder nicht? Du so. Drei Challenges als Schiri. Aber ich muss doch trotzdem entscheiden, ob es klar falsch ist oder nicht. Und was ist, wenn es wieder eine 50-50-Entscheidung ist? Was dann? Ja, aber das ist eine ganz andere Diskussion. Nochmal, wir sind doch hier gerade dabei, die Akzeptanz zu erhöhen. Und ich glaube, dass ein großer Teil der fehlenden Akzeptanz daran liegt, dass die Leute nicht verstehen, warum greift er jetzt ein und da greift er nicht ein. Und das war eine klare Fehlentscheidung und das ist 60-40 und das ist 80-20. Dribbelst du dadurch alles weg? Ich sag nicht, dass ich hier das Allheilmittel oder das Patent dafür. Das ist ein komplexes Thema, gar keine Frage. Ja. Aber die Diskussion würdest du damit in eine Tonne kloppen. Die ist weg. Und dann funktioniert kommt, im Football und im Tennis auch. Nachdem die zwei Coaches-Challenge vorbei sind, kommt Thierry Henry und haut den Ball mit der Hand ins Tor. Und keiner hat's gesehen. Dann geht's immer weiter, oder wie? Ach, Digga, ja, jetzt driften wir aber ab. Dann kommt wir driften nicht ab. Wir driften nicht ab. Und das würde nicht passieren, weil diese Handspiele, die wird es nicht mehr geben. Weiß ich nicht. Also, wie oft passiert das denn, dass Thierry Henry auf den Platz gerannt kommt und den Ball mit Chris, Tor? Weißt du, weswegen der Videoass denn eingeführt wurde? Wegen Schwalben und wegen Handspielen. Christiansen, Hannover 96, hat das Ding reingemurmelt mit der Hand. Das wird es nicht mehr geben. Und diese Tore will keiner mehr sehen. Und wenn dir das durchrutscht, nachdem zwei Coachstellungen durch sind, weil der Trainer, sag ich mal, das nicht auf die Kette gekriegt hat, eine richtige Entscheidung draußen zu treffen, dann kommt die Fehlentscheidung des Jahrhunderts und dann sagst du, nö, ich bin raus, Digga. Kein Schicht versagen. Wird es immer geben. Gibt's doch jetzt auch. Ja, wird den immer geben, sag ich ja. Ja, ich sag ja, das ist schwierig, ohne Witz. Aber Nico wollte was absolut sagen übrigens. Das ist 21:35, das ist Wahnsinn, ey. Nee, ich will eigentlich eher dazu sorgen, dass wir, also das habe ich ehrlicherweise schon vor einer Viertelstunde gemerkt, ihr beide werdet nicht auf einen Punkt kommen. Genau. Weil es die emotionale Ebene gibt, die bei Pillow natürlich damit schwingt. Ja, aber ich bin der Meinung, dass du die auch an Zahlen belegen kannst. Das liegt mir halt nur nicht vor, weil das ist leider nicht mein Hauptberuf. Das ist natürlich, auch ein bisschen amateurhaft, ehrlicherweise. Ne? Aber damit hätte ich gerechnet jetzt. Ja. Genau. Danke. Also Ruhe jetzt. Ruhe vielen jetzt Dank, an der Stelle. Entschuldigung. Ruhe jetzt an der Stelle. Fakt ist aber auch, dass das, was wir da haben, weiterhin so wild diskutiert werden wird, wie ihr es hier auch an dieser Stelle gemacht habt. Und ich natürlich auch, selbst beim Zuhören, keine Entscheidung darüber habe, ob ich jetzt, also sagen wir so, ich bin ihre. Und guck mir an, wie Thierry Henry 2009, weil du ihn genannt hast, den Ball reinschippt, damit er dann reingespielt werden kann. Frankreich kommt zur Weltmeisterschaft, Irland ist raus. Wer weiß, vielleicht wäre Irland Europameister geworden. Die ganze Nation wird in Tränen gestellt. Aber genauso haben wir, was zwischen England und Deutschland angeht, lass mich zu Ende reden, Pillow. Zweimal Wembley-Tore bei Weltmeisterschaften, die bei dem einen geht es um WM-Titel, bei dem anderen ging es ums Viertelfinale, auch zeigen, wenn da ein Videoassistent gewesen wäre, hätte es das nicht gegeben. Vielleicht wäre es anders gegangen. Vielleicht auch nicht. Und dann Deutschland wäre auch kein Weltmeister 2014, weil Neuer dem Stürmer vorne das Knie in die Fresse geballert hat. Das ist ein 1000%iges Foul und Strafschuss. Wir wären noch kein Weltmeister geworden 2014 mit Videoassistenten. Siehst du, hätten wir die das Messi. Das sind nur Vermutungen. Hätten wir die Messi, da wär auch gar nicht so ein Druck auf 20, was waren wir jetzt hier, 22 gewesen. Also die Welt wäre eine andere geworden, hätte es dann früher gegeben. Und ich glaube, das ist aber das Entscheidende daran. Wir werden es, glaube ich, nicht so schnell weghaben. Diese Diskussion darüber werden weiter. Und ich gucke immer mal sowas dann doch positiv und suche nach Lösungen und Optimierungen und glaube, dass wir bei anderen Punkten im Fußball das nicht, also man sollte nicht den Elfmeter in Penalty verändern und den ganzen Kram, der da stattfindet. Dieses gewisse Puristische muss da bleiben. Aber ich glaube, dieser VAR und was dann nur an technischen Möglichkeiten da ist, wird sich noch modifizieren. Ob, und da haben wir heute schon die ganze Zeit drüber gesprochen, die eine größere Transparenz für Schiedsrichter gibt. Ob ich dir zuhören kann, Patrick, wenn du redest. Oder ob du bald akzeptieren musst, dass dir Marco Rose das rote Challenge-Bällchen entgegenwirft und nochmal nachgucken möchte, ob das jetzt Hand war oder nicht. Den Federhandschuh quasi. Ja, Federhandschuh. Genau, the rule on the field stands. Ja, genau. Übt den Satz schon mal ein bisschen. Ja, habe ich schon auswendig gelernt. Ja, sehr gut. Auch auf Polnisch, ey. Wirst du auch noch international. Aber, und das muss ich am Ende sagen, und das hat Pillow eben schon gesagt, Dicker, ich finde es überragend, dass du hierher gekommen bist und diese offene Diskussion mit uns darüber geführt hast. Und das ist, also abgesehen davon, dass ich vor einer Woche noch ein, sag mal, Hacks bei dir, Nico, hatte und jetzt du hier sitzt und wir jetzt auch noch anderthalb Stunden diskutieren können, obwohl schon die zweite Halbzeit angepfiffen wird beim ersten. Ja, ich kann dann auch immer nicht, wenn ich da drin bin in dem System. Gefangen bin ich dann. Aber ich sag dir trotzdem vielen, vielen Dank und ich bin mir ziemlich sicher, die Leute, die zugehört haben, werden genauso viel Spaß daran haben. Aber Patrick, jetzt, was wir jetzt noch haben, ist der kleine Block für unseren lieben Partner. Schnell. EA Sports. It's in the game. Und dafür brauchen wir dich nicht mehr. Deswegen sage ich dir danke, guck zweite Halbzeit und wir sehen uns wieder.
Ey, es war großartig, dass du hier warst. Vielen Dank. Ja, Mann. Vielen Dank, mein Bester. Viel Gerne. Erfolg weiterhin. Und denk dran, der große Werner Hansch hat gesagt, nicht der Bessere soll immer gewinnen, sondern immer nur Schalke. Ganz genau. Das ist deine These. Meine ist, es geht um Arbeitsplätze. Auf Wiedersehen. Digga, danke, Patrick Hedrich. War großartig. Jetzt hast du aber die volle Bühne und kannst noch ein bisschen was über FC 24 erzählen. Und die erste wichtige Frage, die ich öffentlich mit dir diskutieren möchte, was du nicht machen wirst, weil du immer absagst, aber ich werde wieder einen Backspin FC 24 Cup spielen. Es wird vor Release stattfinden. Das heißt, aber mit Glück kriegst du das Spiel vielleicht 2 Tage vor mir. Bist du dabei? Nee. Jetzt habe ich schon versucht, öffentlichen Druck hier auszuüben. Funktioniert trotzdem nicht. Ich spiele keine Turniere in Spiele, die ich 3 Tage habe und wahrscheinlich an 2 davon nicht zocken kann. Aber ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß und ja, wird bestimmt ein geiler Event. Dann mal andersrum. Wollte ich gerade selber in den Raum bringen. Wenn ich da nicht irgendwie im Urlaub bin oder so, das ist gerade noch nicht so klar, wenn der nächste vor der Tür steht, aber wenn ich da nichts habe, bin ich sehr gerne dabei und therapiere alle ein bisschen. Und mein Coach. Sehr gerne, sehr gerne. Du musst dann aber auch einmal in deinem Leben das machen, was ich dir sage. Ne? Und das jedes Spiel über 90 Minuten. Ja, nicht jedes zweite Spiel über 40, sondern jedes Spiel 90 Minuten. Ja, aber da will ich dich aber auch an der Seitenlinie hören. Und dann kriegst du so eine Trinkflasche und noch so einen Kühlkoffer, den du durchtreten kannst und so. Alles was klar, spielt Deal. Der Bengel da für eine Scheiße? Deal. Wann hast du gesagt? Welches Datum? Das darf ich nicht offiziell dir sagen. Ach so, machen wir. Alles gut. Ja. Gut, wenn ich da nicht im Urlaub bin oder sonst irgendwie beruflich, dann Deal, machen wir sofort. Gar kein Thema. Hab's dir über WhatsApp geschrieben. Und jetzt erzähl uns, was es Neues gibt. Einiges. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen kurz gefasst, ob der eher spärlichen Info in der letzten KW, aber da hatte ich schon gesagt, ich freue mich schon auf den Ultimate Team Deep Dive, den EA uns jetzt im Laufe der letzten Tage zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mal die Highlights rausgepickt. Eins davon kennen wir schon. In Ultimate Team werden gemischte Mannschaften, nenne ich es jetzt mal, gebildet werden können, nämlich aus Männern und Frauen. Ich bin immer noch sehr gespannt, wie du da chemiemäßig unterwegs sein kannst und so weiter und so fort. Aber das wird die Zukunft zeigen. Da gibt es jetzt auch noch keine weiteren Infos zu. Aber die Info ist jetzt halt auch noch nicht neu. In Ultimate Team können gemischte Mannschaften aus Männer und Frauen gebildet werden. Wir haben einen weiteren Punkt, der sich sehr, sehr nice für aus meiner Sicht anhört, nämlich Ultimate Team Evolutions. Du wirst, auch wie das funktioniert, wird hier leider noch nicht näher drauf eingegangen, du wirst die Möglichkeit haben, ähnlich wie in einem Karrieremodus, deine Spieler in Ultimate Team durch die Erfüllung von Aufgaben und Challenges besser zu machen. Sagen wir mal, du holst einen, so stelle ich es mir zumindest vor, holst dir einen Simon Terodde Impact, der ein Tempo von wahrscheinlich mittlerweile 42 hat und dann spielst du mit dem und löst mit dem gewisse Aufgaben in Ultimate Team und dann werden seine Werte besser. Ne? Wahrscheinlich wird er trotzdem nicht beim Tempo 90 ankommen, da wäre vielleicht auch ein bisschen vieles Guten. Ne? Aber du kannst Spieler, ohne dass du dir jetzt irgendwie neue Update-Karten von denen, was weiß ich, eine Team of the Week-Karte, Team of the Year-Karte etc. holen musst, kannst du deine Spieler in Ultimate Team besser machen. Das ist ganz neu, das gab es vorher noch nie und klingt aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr vielversprechend. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal von den Spielstilen, den Player-Styles gesprochen. Ich hatte gesagt, deine Spieler werden verschiedene Spieltypen zugeordnet sein, Spieler in EAFC 24, die über ihre Grundwerte und Stärkenwerte hinaus gewisse Attribute mitbringen werden, wie zum Beispiel, ich stelle mir da sowas vor, wie, was weiß ich, der Ovian kann dann besonders gute Freistöße machen und der, weiß ich nicht, der Musiala wird dann wahrscheinlich übertrieben krass dribbeln können, besser als er in den letzten FIFA schon könnte, etc. pp. Das wird auch in Ultimate Team möglich sein und da wirst du auch wieder ohne die Zugabe von irgendwelchen dazugekauften Inhalten deine Spieler mit gewissen Styles, Spielstilen ausstatten können, sodass du theoretisch zum Beispiel eine Mannschaft komplett offensiv nur mit Dribble-Style belegen könntest und ne, dann da vorne richtig schön Hackespitze 1, 2, 3 machen kannst. Kommen wir zur letzten News. Vierte und letzte News. Wir werden ein überarbeitetes Chemiesystem haben in eSport FC 24 und zwar wurde die Chemie der Icons neu überarbeitet. So, ich bin ehrlich gesagt, ich habe das beim, das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen notwendig gewesen, ich habe das beim letzten FIFA gar nicht verstanden, wie da jetzt der Icon wirklich Chemie auf die anderen Spieler gibt, so nicht so 100%. Das wurde auf jeden Fall verbessert und bietet dir dann in Kombination mit Männern und Frauen, Nationalität, Team und so weiter und so fort, dann weitere Möglichkeiten, deine Mannschaft auf Chemie zu bekommen. Nice! Kriegst du nicht ein bisschen Bock?
ich habe immer Bock auf FIFA. Das ist halt einfach nur eine reine Zeitfrage. Also mich brauchst du von eSports FC natürlich, da habe ich immer Bock drauf. Genau. Und ich glaube, den werden wir noch häufiger. Leute, seht es uns nach. Auch liebe Freunde von EA Sports, it's in the game. Wir werden an uns arbeiten. Ja, aber Bock habe ich da immer drauf, also müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, die insbesondere die Dinger mit diesen Evolutions, Spieler weiterentwickeln und so, das klingt sehr, sehr gut. Ja, wird mir alles nichts nützen beim Backspin FC 24 Cup. Aber ich als Trainer. Ja, aber ich habe jetzt einen Coach. Und das ist vielleicht etwas, an dem wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch so ein kleines bisschen dann arbeiten werden. So, die Tage davor werden intensiv und schwierig, denn ich habe eben auch nochmal im Kalender geguckt, dass ich genau vor besagtem Turniertag eigentlich auch komplett auf Reisen bin. Das heißt, ich muss mir irgendwie die gute PlayStation in den Koffer packen und muss die immer mit mir rumschleppen, egal wo ich bin. Hast du ja schon. Also einen Koffer mit einer PlayStation drin, ne? Von daher, das geht ja, schon. Ja, mit dem Ding komme ich aber nicht in die USA, glaube ich. Deswegen muss ich noch einen Plan B machen und so. Aber ja, wir werden uns vorbereiten. Nico Backspin und sein Coach, Onkel Pillow. Und wir werden nächste Woche auch wieder eine neue Folge, wie ich die Sachen Platz hier aus dem Hütchen zaubern. Wir haben auch schon wieder einen Gast, glaube ich, ne? Ich bin da mal, ich hab da ein bisschen was vorbereitet, glaube ich. Bin mir nicht so sicher gerade. Nee, übernächste. Nächste Woche könnte ich vielleicht nochmal liefern, aber ja, schauen wir mal. Ich bin in der Türkei, deswegen wird ein bisschen rübelig. Ja, wir sprechen gleich nochmal drüber, weil wir haben da noch ein, zwei Sachen zu besprechen. Denn, und das gilt ja die ganze Zeit, wir wollen euch nach wie vor eine neue, bessere, stärkere Staffel dieses Jahr liefern, als wir es bisher je gemacht haben, dass ihr noch euren Enkelkindern davon erzählen werdet. Und ich hoffe, solche Folgen wie heute, die mit Patrick Ittrich, die sorgen dafür, dass ihr genau dieses Gefühl habt, denn ihr dürft nie vergessen, egal was für ein Quatsch Pillow und ich hier schnacken, am Ende zählt immer richtiges auf dem Platz. Richtiges auf dem Platz. Ist so. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Peace.